Danke. Also herzlichen Dank für die Einleitung. Freut mich sehr, dass heute diese Veranstaltung hier stattfindet und dass es auch hier in Graz eine Gruppe Plurale Ökonomie gibt. Und ich halte das auch wirklich für sehr, sehr wichtig, dass Ökonominnen und Ökonomen in der Ausbildung mit unterschiedlichen Theorien in Beziehung treten, unterschiedliche Zugänge auch erlernen und entsprechend auch kritisch und differenziert mit ökonomischen Fragen umgehen können. Und danke eben auch für die Einladung, heute hier etwas zur marxischen Ökonomie zu machen. Das ist natürlich ein weites Feld und die Zeitvorgabe ist eher knapp. Nichtsdestotrotz möchte ich versuchen, das ein bisschen zu umreißen. Es ist auch so, ich habe ein paar Folien, ich glaube es sind nur 9, und im Prinzip halte ich es für sehr sinnvoll, wenn man Vorträge möglichst interaktiv gestaltet. Das heißt, wenn Sie Fragen haben, Hinweise haben, etwas nicht ganz klar ist, bitte ich Sie, mich jederzeit zu unterbrechen. Ich denke, da können wir alle nur gewinnen, wenn es da auch eine andere Dynamik gibt. Also bitte nicht zögerlich sein und jederzeit unterbrechen oder nachfragen, das wäre ganz gut. Gut, also ich bin Johannes Jäger und ich arbeite in der Fachhochschule des BFI Wien, beschäftige mich eben schon seit langem mit volkswirtschaftlichen Fragen und habe eben auch immer mich schon darüber geärgert, warum es auch für die VWL, für die Einführung zum Beispiel, keine Bücher gibt, die mehrere Perspektiven darstellen. Und ich habe entsprechend dann ein Buch gemacht mit meiner Kollegin Elisabeth Springler. Das haben wir vor 2 Jahren rausgebracht, wo wir versuchen, ökonomische Fragen in unterschiedlichen Perspektiven darzulegen. Einerseits in der neoklassischen Perspektive, aber das üblicherweise in der volkswirtschaftlichen Einführung der Fall ist. Zweitens aus keynesianischer Perspektive oder post-keynesianischer Perspektive, genauer gesagt. Und drittens aus kritisch-politökonomischer Perspektive. Das ist eine Perspektive, die eben auch auf marxische ökonomische Zugänge zurückgreift. Und wir stellen da die einzelnen Zugänge einander gegenüber und schauen, wie sehen die Wirtschaft, welche wirtschaftspolitischen Implikationen ergeben sich daraus und was spricht für die eine und auch gegen die eine oder andere Theorie. Und heute möchte ich eben zur marxischen Ökonomie ganz kurz einige Kernelemente umreißen. Wenn Sie schauen, ich hoffe, das funktioniert nicht. So. Das dürft. Macht nicht mit der Beamer, oder? Nein, beim Beamer, glaube ich, muss man nichts machen, aber jetzt bewegt sich's. Gut, okay. Kurz der Überblick über die Struktur des heutigen Kurzvortrages. Ich möchte zunächst einmal was sagen zum Entstehungskontext der marxischen politischen Ökonomie, einige zentrale Konzepte vorstellen, kurz etwas zur Methode sagen, zum Forschungsinteresse, was ist eigentlich das Ziel dieses Zugangs, auch ein paar Worte verlieren und dann zumindest noch einmal andeutungsweise umreißen, welche aktuellen Zugänge es heute gibt in der marxischen Ökonomie, in der politischen Ökonomie und dann auch ein paar Schlussfolgerungen ziehen. Und im Prinzip habe ich zu jedem dieser Punkte eine Folie vorbereitet, das heißt, ich hoffe, ich kann das relativ knapp durchmachen. Zunächst einmal, wenn man marxische Ökonomie verstehen will, muss man den Entstehungskontext kennen. Und da möchte ich einmal ganz knapp umreißen, dass Marx sehr eng in wesentlichen Bereichen an der Herangehensweise von Adam Smith, aber insbesondere von David Ricardo dran war, wo er eben versucht hat, die klassische politische Ökonomie mit der zu arbeiten, gleichzeitig aber eine Kritik des Zugangs, insbesondere von Ricardo, geliefert hat, der eben das im Unterschied zu Smith wesentlich systematischer dargestellt hat. Was war nun das Forschungsinteresse historisch dieser klassischen politischen Ökonomie? Und wenn Sie da schauen, es ging vor allem darum zu schauen, wie funktioniert das entstehende kapitalistische System, wie funktioniert eine Marktwirtschaft, wie ist es anders oder unterschiedlich vom Feudalsystem und wie
kommt es da zu diesen Entwicklungsdynamiken? Also warum verändert sich die Welt da plötzlich so rasch? Das war, wie wir wissen, die Zeit der industriellen Revolution, Ende 18. Anfang 19. Jahrhundert. Und da stellte sich eben die Frage, welche gesellschaftlichen Implikationen sind damit verbunden für unterschiedliche gesellschaftliche Gruppen. Und die klassischen politischen Ökonomen, Smith, wie auch Ricardo und natürlich wie auch Marx, haben eben auf große gesellschaftliche Gruppen geschaut und insbesondere haben sie eben da hervorgehoben, die Klasse der Kapitalisten, Kapitalistinnen, der Arbeiterinnen und auch der Landbesitzer. Und das Interessante ist eben, wenn man das im historischen Entstehungskontext anschaut, war bei Smith und vor allem auch bei Ricardo noch viel mehr die Frage im Vordergrund, was bedeutet das Aufsteigen der kapitalistischen Klasse für die traditionelle herrschende Klasse, den Adel, die Grundbesitzer und Grundbesitzerinnen. Und welche Konflikte ergeben sich dabei und wo gibt es auch Interessensgemeinsamkeiten. Und was die Frage der Arbeit der Arbeiterinnen betrifft, haben Smith und Ricardo, also die klassischen politischen Ökonomen, darauf hingewiesen, dass sich eigentlich mit Fortschreiten der kapitalistischen Entwicklung die Lebenssituation für die Menschen, die arbeitenden Menschen, nicht wirklich verbessert, sondern die Löhne weitgehend auf einem Subsistenzniveau stagnieren. Die Erklärung dafür war einfach die, dass man gesagt hat, es gibt, heute würde man sagen, wenig Jobs und viele Menschen, die arbeiten wollen. Und die arbeiten wollen, konkurrieren am Arbeitsmarkt um die wenigen Jobs. Wenn sie da frei konkurrieren, sie müssen irgendwie schauen, dass sie einen Job haben, es ist immer noch besser, ein bisschen was zu verdienen, als nichts zu verdienen. Also gibt es die Konkurrenz in Richtung absoluter Minimum oder Subsistenzlöhne, wie das genannt wurde. Das ist bei Ricardo klar in dieser Form drinnen, wird aber bei Ricardo nicht wirklich thematisiert, der das noch eben Anfang des 19. Jahrhunderts seine wichtigen Arbeiten geschrieben hat. Die Zeit entwickelt sich weiter und die soziale Frage wird wichtiger im Laufe des 19. Jahrhunderts. Marx hat seine Arbeiten dann eben so ab, wo im Bereich Mitte des 19. Jahrhunderts geschrieben, wo schon die große soziale Frage immer mehr im Raum stand. Also die Frage, was passiert da jetzt mit Arbeiter, Arbeiterinnen? Es werden immer mehr und mehr. Gleichzeitig sind ihre Lebensbedingungen alles andere als gut. Und er hat eben im Prinzip nichts anderes gemacht, zunächst also als diese Theorie von Smith und von Ricardo aufzugreifen und zu sagen, ja, wie die beiden auch gesagt haben, so wirklich profitieren vom wirtschaftlichen Fortschritt tun Arbeiter, Arbeiterinnen nicht. Das heißt, das ist eigentlich ein System, das nicht für die gut ist, oder zumindest in der vorliegenden Form nicht für die gut ist. Und er hat eben das dann als Ausbeutung bezeichnet. Ja? Er hat gesagt, das ist ein System, das eigentlich ungerecht oder unfair ist, wie wir das heute sagen würden. Und es hat sich daraus dann auch, haben sich sozusagen zwei potenzielle Umgehensweisen daraus abgeleitet. Einerseits die Möglichkeit der Revolution, sprich man macht ein ganz anderes System, kein kapitalistisches Wirtschaftssystem mehr, sondern eben ein kommunistisches oder wie man das auch nennen mag. Oder Reform, man versucht die Wirtschaft anders zu gestalten, man versucht die Forderungen der Arbeiter und Arbeiterinnen aufzunehmen, die da eben waren. Verkürzung des Arbeitstags von 16 Stunden auf 14 Stunden, Entgeltfortzahlung, auch wenn man krank ist oder wenn man alt ist, Verbot von Kinderarbeit und ähnlicher Maßnahmen, Mindestlöhne und so weiter und so fort. Also da hat es eine Reihe von Forderungen gegeben und die, man könnte sagen, Interpretation durch Karl Marx von den Arbeiten von Smith und Ricardo ist eben von dieser Arbeiterinnenbewegung sehr stark aufgenommen worden. Ja, die haben gesagt, na, da gibt es jetzt einen, der verwendet die herrschende ökonomische Sichtweise und erklärt, dass das eigentlich ein unfaires System ist und dass man das ändern muss, welcher Art auch immer, ja, reformistisch oder revolutionär. Und entsprechend hat sich mit der quasi marxischen Interpretation der klassischen Arbeitswertlehre, die diesen Kern der klassischen politischen Ökonomie ausmacht, diese als weniger geeignet herausgestellt, um die Interessen der aufstrebenden Bürger, Bürgerinnen, der aufstrebenden Kapitalisten und Kapitalistinnen zu rechtfertigen, der die vorher diese
Theorie von Smith und Ricardo verwendet haben, um zu sagen, Marktwirtschaft ist eigentlich gut, kann funktionieren, im Sinne einer Botschaft an die alte herrschende Klasse, den Adel. Und mit der Interpretation von Marx war das eben dann plötzlich, ist diese quasi bis dahin herrschende Theorie zu einem Instrument für Arbeiter und Arbeiterinnen geworden, was natürlich dann eben auch dazu geführt hat, dass Kapitalisten und Kapitalistinnen diese Theorie nicht mehr als Ideologie verwenden konnten, sondern eben andere wissenschaftliche Zugänge brauchten, die erklärten, warum Kapitalismus gut ist und warum Kapitalismus für alle gut ist. Und wie wir alle wissen, ist eben dann im Ende des 19. Jahrhunderts, 1870, 1880, die neoklassische Theorie entstanden, nämlich das, was jetzt auf den Universitäten hauptsächlich gelehrt wird. Und diese Theorie eignet sich eben sehr gut, um zu sagen, eigentlich funktionieren Märkte gut und man muss nicht eingreifen im Sinne der Arbeiter und Arbeiterinnen, also das, was die Arbeiter, Arbeiterinnen damals gefordert haben, Reduktion der Arbeitszeit, Mindestlöhne, Verbesserung der Arbeitsbedingungen und so weiter, ist in neoklassischer Theorie oder in der damaligen Form der neoklassischen Theorie einfach abgeschmettert worden, weil man gesagt hat, das ist nicht gut, weil das führt zu Ineffizienz und entsprechend soll man das nicht machen. Das heißt, wichtig der Entstehungskontext, die Marx'sche Reinterpretation von Smith und Ricardo. Man muss aber noch dazu sagen, das bezieht sich auf den Kern der Arbeitswerttheorie und Marx hat, würde ich sagen, noch eine viel breitere Interpretation der Ökonomie auch vorgenommen, als Ricardo und auch Smith das gemacht haben. Insbesondere hängt es auch mit der Methodik zusammen, wozu wir auch dann später noch kommen werden. Gut, wie schaut jetzt der Kern der Marx'schen Zugangsweise aus? Ganz, ganz wichtig ist einmal der erste Punkt. Man begreift Wirtschaft als Transformation von Natur durch gesellschaftliche Arbeit. Das ist ganz, ganz wichtig, weil eben Wirtschaft nicht irgendwie im luftleeren Raum gedacht wird, als abstraktes Modell, sondern Wirtschaft immer materiell gedacht wird. Also was wird gemacht, welche Ressourcen werden verwendet, wie werden die technologisch bearbeitet. Und die Art und Weise, wie man mit der Natur umgeht, gesellschaftlich, wird eben als gesellschaftliches Verhältnis begriffen. Das heißt, es ist eine bestimmte Art und Weise, wie gesellschaftlich das organisieren. Und wie schon auch Smith und Ricardo und später auch Marx dann gesagt haben, hat es historisch unterschiedliche Formen gegeben, wie Gesellschaften diese Transformation von Natur organisieren. Und zwar von der Jäger- und Sammlergesellschaft bis zur Sklaverei, Feudalismus und bis zum Kapitalismus. Und diese Art und Weise, wie man umgeht mit Wirtschaft, wird beim Marx'schen oder politökonomischen Zugang als Produktionsweise bezeichnet. Man sagt, es gibt eine kapitalistische Produktionsweise oder eben auch eine feudale Produktionsweise oder auch eine Planwirtschaft wie eine Form der Produktionsweise. Und im Kern versucht man sich eben dann anzuschauen, wie funktioniert diese Produktionsweise, wie funktioniert diese Interaktion von Gesellschaft und Natur, wie ist das organisiert. Und da gibt es auch mehrere Elemente, auf die man hinschaut. Man schaut einerseits auf die Produktivkräfte, die sich eben mit der Frage beschäftigen, welche Form der Naturbeherrschung liegt gesellschaftlich vor. Das heißt, welche Technologien kennt man, welche Ressourcen hat man, wie kann man überhaupt Natur transformieren. Und wir wissen, es ist heute ganz anders als vor 50 Jahren und ganz anders als vor 200 Jahren und wird sich auch zukünftig verändern. Und die Argumentation ist die Art und Weise, wie die gesellschaftliche Naturbeherrschung sich verändert, die bewirkt auch Veränderungen für die Art und Weise, wie gesellschaftlich Wirtschaft organisiert wird. Das heißt, wenn man die Technologie von Jägern und Sammlern hat, ist man sozusagen eher in einer Stammesgesellschaft, auch nicht, aber nicht bei einem modernen Nationalstaat, um es ganz verkürzt zu sagen. Das heißt, diese Produktivkräfte sind ein wichtiges Element, worauf man schauen muss, also diese Materialität der Produktion. Und das zweite Element sind eben diese Produktionsverhältnisse, die insbesondere in Klassenbeziehungen sind. Und da schaut eben klassische politische Ökonomie, wie auch Marx mit seiner Kritik der politischen Ökonomie, ganz stark darauf hin, welche Gruppen gibt es und hat eben, wie Smith und Ricardo, von Kapitalisten, Kapitalistinnen, Arbeiter, Arbeiterinnen, Grundbesitzern gesprochen. Und natürlich innerhalb dieser Gruppen gibt es wieder Gruppen, die man ausdifferenzieren muss, oder Subklassen oder Klassenfraktionen, wie das gezeichnet, beschrieben wird. Und insbesondere wird eben geschaut, wie agieren diese
Klassen untereinander und wo gibt es eben auch Konflikte zwischen den Klassen. Und es ist ja sagen, auch aus dem historischen Kontext ganz klar, und wir sehen das auch heute, Arbeiter, Arbeiterinnen wollen gute Arbeitsbedingungen, wollen gute Entlohnung, Kapitalisten, Kapitalistinnen streben eher sozusagen nach hohem Profit, und das kann es durchaus sozusagen unterschiedliche Perspektiven geben. Und die politische Ökonomie schaut sich eben sehr stark diese Konfliktlinie an. Oder eben Arbeiter wollen, Arbeiterinnen wollen gute Arbeitsbedingungen, Kapitalisten, Kapitalisten wollen möglichst produktive Arbeitsbedingungen. Und da kann es eben sehr zu sehr vielen Spannungen kommen. Und politische Ökonomie schaut seit jeher und auch heute eben darauf, wie schauen diese Klassenbeziehungen aus, wie schauen diese, diese Kämpfe zwischen Klassen aus, wie haben sich diese auch institutionalisiert und wie gelingt es der unterschiedlichen Klassen, ihre Interessen gegenüber den anderen besser durchzusetzen. Und darüber hinaus gibt es sozusagen noch ein weiteres Element, das besonders spannend ist für die Frage der Entwicklung kapitalistischer Produktionsweisen. Und zwar ist hier dieser Begriff des Akkumulationsimperativs zentral. Und zwar hat man sich eben die Frage gestellt, warum ist das kapitalistische Wirtschaftssystem so dynamisch? Ja, warum sind, wie man heute sagen würde, die Wachstumsraten tendenziell so hoch? Viel höher, als das im Feudalismus zum Beispiel der Fall war. Und das wird eben hier aus dieser Perspektive darauf zurückgeführt, dass Unternehmen miteinander konkurrieren müssen oder Kapitalisten, Kapitalistinnen konkurrieren müssen und wettbewerbsfähig bleiben müssen. Das zwingt sie, der Markt zwingt sie quasi dazu, möglichst viel Profit zu machen und zum Beispiel im Unterschied vom Feudalsystem, diesen Profit auch wieder zu investieren, um produktiver zu sein und im Wettbewerb überhaupt bestehen zu können. Und gleichzeitig müssen sich Kapitalisten und Kapitalistinnen immer wieder überlegen, wie kann ich die Technologie verbessern, wie kann ich noch sparsamer, effizienter produzieren und so weiter und so fort, damit ich im Wettbewerb bestehen kann. Das heißt, die Erklärung dafür, warum sich im Kapitalismus so dynamisch entwickelt, wird in diesem theoretischen Zugang aus diesem Wettbewerb herausgegeben, dem Kapitalisten und Kapitalistinnen ausgesetzt sind. Gleichzeitig argumentiert man in der politischen Ökonomie, Smith genauso wie Ricardo und Marx, dass das nicht ein linearer Prozess ist, das heißt, es kommt zu einem stabilen Wachstum, sondern man schaut sich immer an, wo gibt es denn da eigentlich Widersprüche und warum kommt es dann zu Krisen? Und wir wissen, historisch ist der Kapitalismus ein System, das immer wieder von Krisen gekennzeichnet war und ich würde sagen, sehr wahrscheinlich auch sein wird. Und die Frage eben, warum es zu Krisen kommt und warum sich dieser Akkumulationsimperativ nicht quasi so harmonisch durchsetzt, wird eben sehr stark auch damit beantwortet, dass es diesen Konflikt zwischen unterschiedlichen Klassen gibt, die unterschiedliche Interessen durchzusetzen versuchen und es auch strukturell im Kapitalismus quasi Inkohärenzen gibt in diesem System, die systemimmanent sind und die immer wieder zu Krisen führen. Wobei, und das hängt dann schon mit der Methodik dieser Vorgangsweise zusammen, es wichtig ist in dieser kritisch-politökonomischen Perspektive immer genau hinzuschauen, was denn, wie Wirtschaft im Moment hier funktioniert und was Ursachen für Krisen sind und was auch Lösungsmöglichkeiten sind. Und die Argumentation ist, das ist nicht immer das Gleiche und man hat nicht immer eine einfache Standardantwort, sondern man muss die historische, konkrete Produktionsweise immer analysieren. Ja? Hintergrund ist der, Produktivkräfte, wie ich schon anfangs gesagt habe, sind heute anders als vor 20 Jahren oder vor 50 Jahren und Produktionsverhältnisse verändern sich auch ständig. Das heißt, eigentlich ist die Art und Weise, wie Gesellschaft Wirtschaft betreibt, sprich Natur transformiert, immer anders, in unterschiedlichen Räumen auch unterschiedlich. Und das bedarf einer ganz genauen Analyse der spezifischen Entwicklungsdynamiken und auch der spezifischen Widersprüche, wenn man das verstehen will, worum es da geht. Gut, also das wäre so ganz, ganz grob umrissen dein zentrales Konzept. Gibt es dazu noch Fragen von Ihrer Seite? Welche Bitte. System Da gibt es viele, ja. Da werden in der kritischen politischen Ökonomie sehr unterschiedliche Aspekte angeführt. Ein einfach nachvollziehbares ist zum Beispiel das, dass man sagt, im Kapitalismus versuchen Kapitalisten, Kapitalistinnen möglichst viel Profit zu machen. Das Problem ist aber, irgendwann kommt man zu einem Punkt, dass man die Produkte nicht mehr verkaufen kann, wenn
die Arbeiter, Arbeiterinnen zu wenig Geld verdienen. Das ist eine ähnliche Argumentationsweise, wie wir sie heute im Keynesianismus finden. Also als nachvollziehbares Beispiel. Und dann gibt es noch andere Erklärungsmuster, die spezifisch mit der Arbeitswerttheorie zusammenhängen, wo man sagt, es gibt Tendenzen zum Fall der Profitrate und Gegentendenzen. Aber es gibt zum Beispiel auch spezifisch die Frage der Konflikte zwischen unterschiedlichen Kapitalien, zwischen produktivem Kapital und Finanzkapital und der Möglichkeit von Finanzspekulation und der Probleme, die damit verbunden sind, oder Finanzkrisen, die weitere Wirtschaftskrisen dann auch auslösen können. Also eine relativ breite Palette von Zugängen. Bitte. Ist in dem Modell berücksichtigt, dass Wirtschaftswerte außerhalb des Marktes jetzt zum Beispiel auch hergestellt wird, also Rede und so weiter? Genau. Und das kann sich aber auch verändern? Genau. Also wird das irgendwie mit berücksichtigt? Genau. Also die politische Ökonomie, so detailliert kann ich da wegen der knappen Zeit nicht argumentieren. Also ich habe das eigentlich in den Folien vorgesehen, aber es ist ganz wichtig, gibt es diesen Begriff der Produktion und der Reproduktion in der politischen Ökonomie, wo man sich eben anschaut, wie reproduzieren sich Arbeitskräfte, also wie schaut die Reproduktion im Haushalt aus, auch aus der Gender-Perspektive zum Beispiel, heute sehr spannend, in der politischen Ökonomie im Kern angelegt. Oder welche außerkapitalistischen Bedingungen sind notwendig, damit ein kapitalistisches System funktioniert. Also es ist integraler Bestandteil der Analyse und geht damit eigentlich viel weiter als herkömmliche Zugangsweisen. Ganz bitte. Kurz noch, ja? Eine Frage zu dem Schema. Wo würde ich zum Beispiel Wirtschaftsgesetzgebung einordnen müssen? Beim wirtschaftlichen Überbau oder bei den Produktionsverhältnissen? Danke für diese Frage. Das wäre eindeutig beim gesellschaftlichen Überbau einzuordnen, der eben quasi die Klassenverhältnisse widerspiegelt und auch absichert. Also Gesetze sind aus dieser Perspektive ein Kompromiss, der sich auch zwischen den Klassen ergibt, ja, wo die einen vielleicht stärker sein können als die anderen und der sich dann in Gesetzen manifestiert, der wiederum die Produktionsweise stabilisiert. Das heißt, der Staat, Gesetze sind da drinnen oder auch Ideologien und Vorstellungen. Also die Idee, dass wir die Art und Weise, wie wir jetzt die Wirtschaft organisieren, eine gute Form ist, Wirtschaft zu organisieren. Das ist auch ein wesentliches Element dieses Überbaus, das eine stabilisierende Wirkung hat. Und das wäre sozusagen auch noch ein zusätzliches Element, wo man erkennt, wie breit Ökonomie eigentlich gedacht wird. Man denkt politische Institutionen mit, man denkt Ideen mit, man denkt mit, wie Menschen über bestimmte Dinge nachdenken und welche Rolle das für die Art des Wirtschaftens hat. Also wenn man zum Beispiel ökologische Aspekte hernimmt, wie kann man mit der Natur umgehen? Ist sozusagen ein gewisser Konsens im gesellschaftlichen Überbau, der sich verändern kann und der natürlich dann auch Auswirkungen auf die Art und Weise, wie wir die Produktivkräfte verändern haben kann. Also verwenden wir gentechnisch manipulierte Lebensmittel, ja oder nein? Eine Diskussion, die dort ausgetragen wird, die Implikationen dafür hat, wie die Wirtschaft funktioniert. Also es ist wirklich ein, ich würde sagen, sehr umfassende Sichtweise auf Wirtschaft und das ist vielleicht auch ein wichtiger Punkt, den ich hier noch einwerfen möchte. Und zwar, Smith bis Marx war Ökonomie politische Ökonomie. Das heißt, es gab nicht das, was wir heute kennen, die Disziplin Ökonomie oder Politik oder Soziologie, sondern das war alles ein Zugang. Man hat gesagt, das muss man irgendwie zusammen oder integrativ, heute würde man sagen interdisziplinär, analysieren. Es hat sich erst mit der Durchsetzung der Neoklassik die Ökonomie als Disziplin herausgebildet. Also wie das institutionalisiert wurde auf den Unis, hat sich eben, wurde da quasi die neoklassische Theorie institutionalisiert und hat man gesagt, das ist Ökonomie und andere Dinge oder andere Zugänge, die sich ja auch mit anderen Sachen beschäftigen, sind nicht die reine Ökonomie und deswegen gehört das nicht zur Disziplinökonomie, sondern ist das irgendwas anderes möglicherweise. Und das war sozusagen die gesellschaftlich diskursive Strategie, um damit umzugehen. Aber wichtig eben ist dieser breite interdisziplinäre Zugang und der sich eben auch darin äußert, dass man in dieser kritisch-politischen Ökonomie, man versucht immer wieder Erkenntnisse aus ganz vielen unterschiedlichen Theorien aufzunehmen. Aus der Soziologie, aus der Psychologie, aus den Naturwissenschaften und so weiter und so fort. Was eben auch impliziert, dass politische Ökonomie eben nicht nur von reinen Ökonomen gemacht wird, sondern ich würde sogar sagen, in der Minderheit von reinen Ökonomen und Ökonominnen, sondern in der Regel von Leuten, die sich in anderen Feldern bewegen und die versuchen aus unterschiedlichen disziplinären Hintergründen ökonomische Prozesse, gesellschaftliche und politische Prozesse zu verstehen. Was sind die Triebkräfte, was sind die Kernkonflikte, wer kann wo wie eingreifen, um Entwicklungen in eine bestimmte Richtung
zu fördern. Bitte. Kondratjew-Zyklen wären quasi so systemimmanente Krisen, wobei es da unterschiedliche Interpretationen gibt, wie man das sehen kann. Ja? Und in der politischen Ökonomie, so wie ich das hier interpretiere, geht man nicht von so mechanistischen Vorstellungen, also alle 50 Jahre die Wirtschaft irgendwie boomt aufgrund einer technologischen Innovation und dann wieder Entwicklung runtergeht, sondern man sagt, das ist kein Naturgesetz, sondern hängt von spezifischen Sachen ab. Und es kann ja sein, dass das in den letzten 150 Jahren so war, aber ob sich das in der gleichen Form zukünftig fortsetzt, weiß man nicht, weil sich die Produktivkräfte nach ganz spezifischen Logiken auch entwickeln. Ja, wir sehen das jetzt mit der Gentechnik, mit der Informationstechnologie. Das heißt, die Geschichte ist nicht so linear und einfach vorbestimmbar, sondern ein komplexer, relativ offener Prozess. Gut, dann gehen wir zum nächsten Punkt, zur Methodologie. Ich denke, es sind einige dieser Aspekte, die wir hier eh schon angesprochen worden, dank Ihrer Fragen. Und ich habe hier ein Zitat von Marx, der hier, denke ich, relativ schön die Komplexität der Methodologie darlegt. Ich lese Ihnen das kurz vor. Das Konkrete ist konkret, weil es die Zusammenfassung vieler Bestimmungen ist, also Einheit des Mannigfaltigen. Im Denken erscheint es daher als Prozess der Zusammenfassung, als Resultat, nicht als Ausgangspunkt, obgleich es der wirkliche Ausgangspunkt und daher auch der Ausgangspunkt der Anschauung und der Vorstellung ist. Das hört sich ein bisschen kompliziert an und der Grund, warum sich das ein bisschen kompliziert anhört, liegt darin, dass dem Marxischen Denken ein dialektisches Denken zugrunde liegt. Und darin unterscheidet er sich von Smith und auch von Ricardo. Er hat sozusagen diese Tradition von Hegel, der Dialektik, auch zum Teil der historischen Schule aus Deutschland, mitgenommen und mit dieser Tradition die klassische politische Ökonomie interpretiert. Und jetzt ist es natürlich ganz, ganz schwer, innerhalb weniger Minuten irgendwie die Dialektik zu erklären. Und ich kann es auch gar nicht versuchen. Ja? Macht, denke ich, keinen Sinn. Ich kann vielleicht nur darauf hinweisen, dass man eben versucht, nicht so wie das in der Logik der Fall ist, dass man sagt, man hat einfach eine abhängige und eine unabhängige Variable und eine klare lineare Kausalität, sondern man geht von multiplen Kausalitäten aus, man geht von zirkulären Prozessen aus, man hinterfragt viel, viel stärker die Begriffe, mit denen man überhaupt arbeitet und im Kern dieser Herangehensweise liegt eben auch die Vorstellung, dass man, wenn man diese komplexen Prozesse greifen will, ja, wirtschaftliche Entwicklung, der Zusammenhang von Politik, Gesellschaft und Ökonomie, dass es da wichtig ist, wichtige Abstraktionen vorzunehmen oder wichtige theoretische Konzeptualisierung vorzunehmen. Und wir haben ja vorhin gesehen auf der Folie, dieser Überblick, wie so ganz abstrakt politische Ökonomie auf diese Zusammenhänge blickt. Also man hat gesagt, man hat Produktionsweise mit Produktivkräften und Produktionsverhältnissen. Und wir alle wissen, diese Form oder diese Perspektive wäre viel zu vereinfacht und damit können wir sehr, sehr wenig anfangen. Wir brauchen viel, viel konkretere Begriffe, um wirklich zu verstehen, was in der konkreten historischen Realität abläuft. Und diese Perspektive, dass man sagt, man hat zwar abstrakte Begriffe und versucht aber die mit konkreteren Begriffen zu ergänzen und mit konkreterer empirischer Forschung auch zu vergänzen, ist auch ein Kernelement dieser dialektischen Vorgangsweise, wie Sie heute, wenn Sie da Interesse haben, auch das einmal nachlesen wollen, wie man das heute vielleicht im kritischen Realismus relativ gut nachvollziehen kann. Also es ist wichtig, das ist nicht der kritische Rationalismus von Popper, sondern Roy Pascal in England entwickelt eine Wissenschaftstheorie, die sehr stark auf dialektischen Zugängen auch basiert und die sich eben sehr stark fragt, wie kann ich die Realität verstehen, vor dem Hintergrund, dass die Realität komplex ist oder die Welt, wenn man es so salopp formuliert, ein offenes System ist. Und wenn man davon ausgeht, dass die Welt komplex ist, hat man grundsätzlich Schwierigkeiten, die Welt insgesamt zu erfassen, sondern man muss bestimmte Perspektiven einnehmen. Ja, und wir sehen ja das auch, in der Ökonomie gibt es unterschiedliche Perspektiven. Und die Frage, die sich natürlich dann stellt, ist, welche Perspektive ist adäquat für welche Fragestellung,
für welche Interessensgruppe und so weiter und so fort und wie mache ich das wirklich konkret. Und eine Vorgangsweise ist eben, sich die konkreten Aspekte anzuschauen und mit Abstraktionen auf unterschiedlichen Abstraktionsebenen zu verbinden und gleichzeitig das große Bild, ja, Produktivkräfte, Produktionsverhältnisse, Überbau, nicht aus dem Blick zu verlieren. Und das ist ein Prozess, der nicht linear ist. Und es ist ein zirkulärer Prozess. Man schaut sich abstrakt die Dinge an, versucht konkretere Begriffe zu verwenden, schaut auf ganz konkrete Entwicklungen. Aus den ganz konkreten Entwicklungen zieht man wieder Rückschlüsse für Abstraktionen auf höhere Ebene. Also das ist nicht das, was man kennt als Deduktion oder Induktion, sondern das ist wesentlich komplexer als Prozess. Und da gibt es eben auch Überlegungen, wie man das adäquat machen kann. Und die Kurzbotschaft ist, es gibt gar keine einfachen Patentrezepte, sondern aufgrund der Komplexität ist man gezwungen, sehr reflektiert damit umzugehen und einfach systematisch zu überlegen, welche Implikationen mit welchen Abstraktionen verbunden sind. Und das macht vielleicht auch die politische Ökonomie schwierig. Aber es ist kein einfaches System, dass man sagt, das wendet man an, wie wir das aus der Neoklassik können und wir deduktiv aus dem methodologischen Individualismus leiten wir alles ab, Welt erklärt, sondern man sagt, ich kann aus den ganz abstrakten Begriffen gar nicht ableiten, was konkret passiert, sondern das Konkrete hat so viele verschiedene Einflüsse und es gibt sozusagen multiple Kausalitäten und generative Mechanismen und so weiter und so fort. Und die muss ich in den Blick bekommen und da muss ich schauen, was sind die zentralen Mechanismen, unter welchen Bedingungen wirken die und wie ist das konkret und historisch hier und wie ist das woanders. Und das heißt, ich muss auch ständig neu mir die Dinge anschauen, weil sich die Welt oder die Art und Weise, wie Mensch oder Gesellschaft und Natur interagieren, verändert. Also die Botschaft zur Methodologie, ohne das im Detail zu erklären, es ist eine Methodologie, die quasi Forscher und Forscherinnen fordert und die man nicht so einfach geradewegs anwenden kann, dass man einfach reicht, wenn man ein bisschen Mathematik kann und irgendwelche Formeln ableitet oder Gleichungssysteme löst, sondern das ist eine komplexe Herangehensweise. Und die Logik wäre, und im kritischen Realismus als Wissenschaftstheorie ist es sehr gut, denke ich, dargelegt, warum eine komplexe Welt eben auch eine komplexe Methodik der Herangehensweise benötigt. Gut, gibt es zu diesem Aspekt Fragen? Gut, das ist auch besser so, weil wir hätten halt wirklich die Zeit, das zu vertiefen. Das ist auch etwas, was man sich über die Zeit aneignen muss, ja, was man nicht so ganz, ganz geschwind machen kann. Jetzt zur Frage, was ist das Ziel dieses Zugangs oder was ist das Forschungsinteresse? Also warum macht man das? Und auch da habe ich ein Zitat von Marx, das eh sehr bekannt ist. Die Philosophen haben die Welt nur verschieden interpretiert. Es kommt darauf an, sie zu verändern, wie Marx das formuliert hat. Also der Sinn der wissenschaftlichen Auseinandersetzung mit der Realität ist nicht irgendwie das reine Erkenntnisinteresse, sondern das Ziel ist es, die Welt zu verändern und zwar zum Besseren zu verändern. Also das ist das Leitmotiv, das eben auch in der Forschung ganz vorne stehen muss. Also die Frage, wie schaue ich auf die Welt hin, was versuche ich zu analysieren, macht man vor dem Hintergrund zu schauen, wie kann ich aus dieser Perspektive vielleicht etwas dazu beitragen, dass sich die Dinge zum Besseren verändern. Und das ist eben ganz klar etwas, was ich hier mit emanzipatorischem Anspruch versucht habe zu formulieren. Man blickt quasi auf die Welt und sieht eben, manchen geht es gut, vielen geht es nicht so gut, aber man überlegt sich, wie kann es denen besser gehen, denen es nicht so gut geht, ganz plakativ formuliert. Also wie man steht quasi auf der Seite der Beherrschten, Unterdrückten, Ausgebeuteten und überlegt sich, können die Dinge verändert werden und was kann dazu beitragen, dass es auch für die besser wird. Und die Aufgabe der Wissenschaft wäre es eben genau dazu beizutragen, da ein Verständnis der Prozesse zu entwickeln und auch für diejenigen Gruppen, die eben marginalisiert sind, die weniger privilegiert sind, Möglichkeiten zu schaffen, selbst auch ihre Situation zu verbessern. Und konkret gibt es da wieder unterschiedliche Perspektiven, was das heißen kann. Einerseits gibt es diese Vorstellung vom radikalen Reformismus als Ziel der Überwindung des Kapitalismus. Also man sagt, wir haben heute eine Gesellschaft oder eine Produktionsweise, wo wir in einer bestimmten Art und Weise eben mit Wirtschaft organisieren
Und wir versuchen stückweise das zu verbessern, im Sinne derjenigen, die schlechter dran sind. Oder auch im Sinne zum Beispiel derjenigen, die zukünftig dann schlechter dran sind, wenn wir den Klimawandel weiterhin vorantreiben, wissen wir auch, dass es für viele und vor allem für die Ärmeren auf dieser Welt wieder problematischer sein wird. Also man überlegt sich, wie kann ich stückweise da die Dinge verbessern, stückweise das aktuelle Wirtschaftssystem transformieren, um die Situation zu verbessern, auch mit der Vorstellung, dass Kapitalismus aufgrund der inhärenten Logiken, ja, der Widersprüche, tendenziell dazu führt, dass er immer wieder so einen Gewinner und Verlierer produziert. Und eigentlich ist das Sinn, wir in der längeren Perspektive Kapitalismus zu überwinden und ein anderes System zu finden, das zu weniger Ungleichheit führt und das auch zu einem besseren Umgang mit der Natur zum Beispiel beiträgt, weil das ja das Fundament ist, auf dem unsere Gesellschaft auch aufbaut. Also das Ziel ist, um es plakativ zu formulieren, eine sogenannte vernünftige oder solidarische Gesellschaft. Also eine Gesellschaft, die so wirtschaftet, dass es allen gut geht und dass man auch vernünftig mit den Ressourcen umgeht. Und dass auch die Lebensbedingungen, die Arbeitsbedingungen der Menschen menschlich sind und Menschen ein gutes Leben führen können. Und da sehen Sie eben auch, wie breit eigentlich der emanzipatorische Anspruch ist. Auch wenn man das zum Beispiel mit keynesianischen Perspektiven vergleicht, ja, die ja eigentlich sagen, na, wenn wir Vollbeschäftigung haben und Leute irgendwie ausreichend verdienen, dann sind wir schon am Ende der Geschichte angelangt und das ist alles, was wir wollen. Politische Ökonomie geht viel weiter. Ja. Sie möchte quasi allen Menschen ein menschliches Leben ermöglichen, wie er immer das auch konkret ausschaut. Und auch da sagt die politische Ökonomie nicht, ich weiß jetzt genau, wie das sein muss. Ja, sondern man sagt, das müssen demokratische Prozesse sein, in denen man festlegt, wie Gesellschaft eigentlich organisiert werden soll. Und da muss man eben schauen, dass alle sich beteiligen können. Und das darf nicht einer oder auch kein Wissenschaftler oder Wissenschaftlerin vorgeben, wie das sein soll, sondern das ist eine Frage der gesellschaftlichen Diskussionsprozesse, die eben konkret dann definieren, was heißt vernünftige oder solidarische Gesellschaft in diesem Zusammenhang. Also das zu dieser Perspektive her. Und ich denke, das ist auch ganz wichtig, das im Hinterkopf zu haben, wenn es um marxische Ökonomie oder kritische politische Ökonomie geht. Das ist eigentlich das Ziel. Ja. Und viele Kolleginnen und Kollegen, die diese Perspektive auch in ihrer Arbeit verwenden, sehen eben das auch sehr stark. Ja. Und das ist auf dieser abstrakten Ebene wieder relativ einfach. Ja. Im Konkreten werden die Dinge immer viel komplizierter und viel schwieriger, was das heißt, wie man das machen kann und so weiter und so fort. Gibt es zu dieser Folie Fragen? Bitte. Ich finde der Wert als Freiheit, wie sie jetzt gelernt wird, komplett ja. Ja, also Werturteilsfreiheit ist sozusagen etwas, was auf der positivistischen Wissenschaftstradition aufbaut, also auf dem kritischen Rationalismus Popper, wo eben auch die Neoklassik darauf aufbaut. In anderen Wissenschaftstheorien wie dem kritischen Realismus, ja, gibt es keine Werturteilsfreiheit, weil jede Form, wie ich auf Dinge draufschaue, beinhaltet bestimmte Werturteile oder hat bestimmte Implikationen. Das heißt, es gibt keine wertfreie Form, um etwas zu betrachten. Nehmen wir ganz einfach, wenn wir den Tisch da sehen, ja, den kann man auf ganz unterschiedlichen Perspektiven anschauen. Sehe ich, okay, in unserem Alltagsverständnis sehen wir da halt einen Tisch. Gut. Ein Physiker wird wahrscheinlich da keinen so einen Tisch sehen wie wir, sondern denkt sich, das sind irgendwie elektromagnetische Wechselwirkungen, die da eine Rolle spielen. Anderer könnte sagen, okay, das ist jetzt das, was wir da sehen, ist ein Moment in einem Prozess. Ein Teil dieses Tisches zumindest war vor vielleicht nicht allzu langer Zeit irgendwo in den steirischen Bergen ein Baum und irgendwann nach, weiß ich nicht, 30 Jahren wird es irgendwo auf einer Müllhalde landen und irgendwo verbrennen. Das heißt, das ist ein Moment in einem Prozess. Was ist die richtige Perspektive, die wertfrei? Keine. Es gibt viele unterschiedliche Perspektiven. Und diese Wissenschaftstheorie wie der kritische Realismus weisen eben darauf hin, dass wir keinen neutralen Standpunkt finden können. Wir aber zwangsläufig Standpunkte einnehmen müssen, die immer bestimmte Implikationen haben, die für die einen besser sind, für die anderen besser. Wenn wir eine Perspektive einnehmen, sehen wir so etwas. Wenn wir andere einnehmen, sehen wir was anderes. Und wir müssen uns überlegen, was sind die Implikationen von dem. Und diese Vorstellung der Wertfreiheit ist sozusagen, wird eigentlich als Ideologie gebrandmarkt. Bitte. Weil das Beispiel mit den verschiedenen Wahrnehmungen war, inwieweit ist da Edmund Husserls Phänomenologie des Geistes drin? Weniger. Ja, es geht eher...
um die Frage der, also sagen, ein Element, das vielleicht noch ganz wichtig ist in dem Zusammenhang, ist die Vorstellung, dass es so etwas gibt wie intersubjektive Objektivität. Das heißt, es ist kein radikaler Subjektivismus, also wenn ich sage, ich stehe da am Tisch und Sie sagen, nein, das ist gar kein Tisch, sondern ein Auto, dann können wir durchaus sozusagen feststellen, ob das jetzt ein Tisch ist oder nicht, je nachdem, welche Kategorien wir verwenden. Ja, aber wenn wir eine bestimmte Definition haben, können wir intersubjektiv überprüfen, ob das jetzt ein Tisch steht oder nicht. Also das wäre die Position des kritischen Realismus, die sich nämlich auch da von Husserl, würde ich doch sagen, deutlich unterscheidet. Ist das, bitte. Ich verstehe jetzt mit der Werturteilsfreiheit jetzt gleichzeitig die Frage, wenn man jetzt eine Position bezieht, oder mehr oder weniger, wenn die Forschung auf ein Ergebnis, oder die Frage, soll die Forschung auf ein Ergebnis kommen und Handlungsanleitungen setzen? Oder? Klar. Also kritische politische Ökonomie oder eben als Wissenschaftstheorie kritischer Realismus sagen ganz klar, Forschung macht nur dann einen Sinn, wenn sie irgendwie die Welt verbessert, einfach formuliert. Ja? Und man muss sich überlegen, wie kann das sein? Weil sonst ist es quasi ein sinnloses Unterfangen. Und die Argumentation ist, dass eben unterschiedliche Vorgangsweisen mehr oder weniger oder gar nicht dazu beitragen können. Na, wenn ich jetzt wissenschaftliche Erkenntnisse produziere, die den Reichen nützen und den Armen schaden, dann ist das irgendwie nicht gut in der kritisch-realistischen Perspektive. Und im kritischen Rationalismus haben wir die Vorstellung, jedes Forschungsergebnis ist irgendwie gut und trägt für alle etwas bei, also die Vorstellung des positiven Wissens, das für die Gesellschaft immer gut ist. Und kritischer Realismus schaut sehr stark eben auf diese Asymmetrie des Wissens, wer produziert Wissen, in welchen Strukturen und für wen, und regt eben dazu an, sich selber zu überlegen, was bedeutet das, wenn man aus dieser Perspektive auf die Dinge draufschaut oder aus einer anderen Perspektive. Also es ist ganz, ganz gegensätzlich. Bitte. Am Beispiel der Atomkraft kann man ja feststellen, wie gefährlich das wird, wenn Wissenschaft wertfrei passiert. Ja, beziehungsweise es gibt eben unterschiedliche Perspektiven und die Frage der Wertfreiheit ist eine reine Konstruktion, ja, aus meiner Sicht, die eben die Realität nicht gut abbildet und die eben damit zusammenhängt, so ein bisschen detaillierter zu sagen, dass im kritischen Rationalismus eigentlich Ontologie, also die Frage, wie die Welt beschaffen ist, nicht wirklich beleuchtet wird, im kritischen Realismus aber schon. Und im kritischen Realismus geht man von Komplexität aus und wenn ich Komplexität habe, kann ich nicht mehr den sozusagen objektiven Standpunkt außerhalb der Gesellschaft einnehmen. Bitte. Kommen wir jetzt zu der Neoklassik. Nein. Eine Werturteilsfreiheit? Nein, die neoklassische Theorie beschreibt sich selber als werturteilsfrei auf Basis des kritischen Rationalismus. Also Positivismus, was wir machen, ist richtig und werturteilsfrei. Das ist die Argumentationslinie, die alle kennen. Ja? Aus kritisch-realistischer Perspektive, die sich natürlich auch mit unterschiedlichen Ökonomietheorien beschäftigt, sagt man, das impliziert ganz klar bestimmte Werturteile, die diesen oder jenen Gruppen nützen und anderen vielleicht weniger. Aber das ist ja eben die Frage liegt in der Wissenschaftstheorie zugrunde, auf welche man rekurriert. Bitte. In der neoklassischen Perspektive ist ja das Forschungsinteresse und das Ziel, effiziente Gesellschaft, würde ich das mal nennen. Ist das vergleichbar mit vernünftig, so wie es da steht, oder was sind da die Unterschiede? Ich finde, das ist gut angesprochen. Ja, effizient ist dann die Vorstellung in der Neoklasse. Wir schauen irgendwie, dass die Märkte funktionieren und wenn die funktionieren, kommt da was Gutes raus, ist die Vorstellung. Politische Ökonomie sagt, wenn Märkte funktionieren, kommt nicht notwendigerweise was Gutes raus, sondern kann auch was Blödes rauskommen, was Unerwünschtes. Und wir müssen uns überlegen, wollen wir das, was da rauskommt, wenn Märkte funktionieren, oder wollen wir das nicht? Und das müssen wir im Konkreten entscheiden, wollen wir da die Märkte in dieser Form oder wollen wir sie nicht? Und die Rationalität ist eine breitere, ja? eine viel, viel breitere. Und auch ist die Rationalität eben eine gesellschaftliche und keine individuelle. Wie Sie alle wissen, in der Neoklassik gibt es den methodologischen Individualismus, wo man quasi die Vorstellung hat, es gibt atomistische Individuen, die ganz selbstständig, man weiß nicht wie und warum, bestimmte Dinge entscheiden. Und in der politischen Ökonomie sagt man, Individuen gibt es in der Form nicht, sondern jedes Ergebnis einer Gesellschaft. Ja, und wie wir denken, das ist ein Ergebnis von der Gesellschaft heute und hier wesentlich. Und da haben wir bestimmte Möglichkeiten, uns da zu bewegen. Und wir sind sozusagen Kind unserer Zeit immer. Und entsprechend treffen wir uns auch Entscheidungen darauf.
Und das ist etwas, was eben in dieser Perspektive mitgedacht wird. Warum denken wir wie über die Welt nach? Wie verändert sich das? Welche Prozesse verändern unser Denken, unsere Wahrnehmung von Welt? Und deswegen ist auch aus politökonomischer Perspektive wichtig, darüber nachzudenken, wie wir über Wirtschaft nachdenken. Ja? Denken wir neoklassisch darüber nach oder denken wir anders darüber nach? Und wir sehen, wenn wir anders drauf blicken, sehen wir andere Dinge und ziehen auch andere Schlussfolgerungen. Bitte. Ich glaube, Wissenschaft ist nicht möglich, weil in einer der Folien, die Sie vorher gebracht haben, war ja das Basis-Überbau-Konzept. Und ich meine, wenn eine Wissenschaft an der materiellen Basis etwas ändert, dann hat es natürlich auch Auswirkungen auf den Überbau und dementsprechend auf die Politik. Also, wenn es halt Wissenschaft ist, ist es überpolitisch eigentlich. Aber das, was ich eigentlich sagen wollte, ich habe diesen Bauchschmerzen mit dem Begriff radikaler Reformismus, weil erstens mal Reformismus ist ja eigentlich per Definition alles auf die Überwindung des Kapitalismus hin. Aber auf der anderen Seite ist radikal im Sinne von einer Wurzelpackung, im Sinne von Marx, der keineswegs irgendwie Reformismus, sondern eindeutig Revolution. Also, Also zu diesem Begriff radikalen Reformismus. Es ist ein gängiger Begriff, deswegen verwende ich den hier auch. Ja, man kann dazu stehen, wie man will. Ist in der deutschen Debatte insbesondere geprägt worden. Und wie auch immer man das nennen will. Ja, man könnte es noch viel breiter sagen und es wird niemand oder glaube ich kaum jemanden geben, der sich an diesem Begriff aufhängt, sondern wo man sagt, wie verändern wir die Welt? Ja, und das muss man auch im Konkreten auch wieder sich überlegen, wie man das machen kann. Und doch die Erkenntnis, dass Kapitalismus sehr viele Probleme verursacht und wahrscheinlich kein langfristig nachhaltiges System darstellt, das eben eine vernünftige Gesellschaft mit einem guten Leben für alle ermöglicht. Aber eben, was Sie auch angesprochen haben mit der Frage der Politik, es ist ganz klar, es kann nur politisch sein aus dieser Perspektive. Gut, dann weiter zur aktuellen Frage. Also wir haben jetzt ganz, ganz grob das Konzept umrissen, aber ich denke, Sie haben schon eine ganz grobe Vorstellung davon, wie da die Herangehensweise ist und was da im Kern man versucht zu tun und was auch die Perspektive ist. Gut, was tut sich jetzt in dieser Tradition? Es gibt eine Reihe von Weiterentwicklungen, die im Kern gar nicht so als marxische Ökonomie oder politische oder kritische politische Ökonomie begriffen werden, wie ich sie angeführt habe. Ja, von der Regulationstheorie, die vielleicht manche kennen, Dependenztheorie, neogramscianische Perspektiven, Social Structure of Accumulation Approach, Radical Geography, Political Ecology und so weiter und so fort. Es gibt eine Reihe von Konkretisierungen dieses breiten Zugangs, das wir hier gesehen haben, für unterschiedliche Felder und Fragestellungen, wo man es eben auch, oder wo viele Kolleginnen und Kollegen eben daran arbeiten, wie kann ich da die Begriffe heute schärfen und verändern, um die Realität besser greifbar zu machen. Ja, und dieser Begriff des radikalen Reformismus ist sozusagen auch ein Begriff, der in jüngerer Zeit erst entstanden ist mit der Frage, wie kann ich die Frage des politischen Handelns greifbar machen. Das heißt, wir haben eine Reihe von Zugängen, die auf gewissermaßen niedriger Abstraktionsebene versuchen, da Dinge zu erkennen. Und man muss immer dabei natürlich im Kopf haben, wenn ich konkretere Perspektiven verwende, auf konkretere Dinge schaue, dass ich das Ganze nicht aus den Augen verliere. Das heißt, diese Theorien stehen in dieser Tradition eigentlich nicht für sich allein, sondern sie müssen eigentlich verwendet werden im Bewusstsein, dass das nur ein Element ist, wo ich ein bisschen tiefer hineinschaue, ich aber das Ganze nicht aus den Augen verlieren darf. Und das ist natürlich auch ein Element, das das Ganze ein bisschen schwieriger macht. Aber es benötigt sehr viel geistiger Flexibilität, um mit das Abstrakte und auch die größeren Zusammenhänge im Blick zu behalten und gleichzeitig ganz konkrete Dinge zu erkennen. Und das ist noch ein Punkt. Man kann aus dieser Tradition heraus die Welt nicht verstehen, dadurch, dass man sich nur mit abstrakten Begriffen beschäftigt. Das heißt, eine reine Theorie geht nicht, sondern man muss immer auf konkrete Dinge hinschauen und Prozesse in der Welt versuchen zu verstehen und da kann ich dann überhaupt erst ein Verständnis entwickeln. Und neben diesen sozusagen vielen, vielen unterschiedlichen theoretischen Zugängen gibt es eben auch einige Felder, zum Beispiel, wozu ich auch arbeite, die Frage, was tut sich gerade in der EU und wie ist die Krise hier zu beurteilen, Konkretisierungen und Überlegungen, wie man damit umgehen kann. Wie schaut das jetzt aus, ja, also, wenn man sich das versucht, ein bisschen konkreter vorzustellen? Man versucht einerseits zu schauen,
was sind so im Kern die ökonomischen Dynamiken und Widersprüche im Engeren? Ja, was Sie vorher angesprochen haben, wo kommen Krisen her, welche Mechanismen gibt es da? Kann man eben nicht generalisieren, muss man genauer hinschauen. Und wir sehen zum Beispiel, wenn wir uns das genauer anschauen, dass es innerhalb der Europäischen Union halt ein Problem gibt mit unterschiedlichen nationalen Produktionsweisen, die auf eine bestimmte Art und Weise verknüpft sind, wo sich bestimmte Logiken und Krisen daraus ergeben. Gleichzeitig geht es aber auch immer darum, die Klassenauseinandersetzungen sich anzuschauen. Also welche Gruppe ist wie organisiert, welche Klassenfraktion, wie interagieren die, auf welcher Ebene agieren die, ja, welche Rolle spielen Kapitalisten, Kapitalistinnen auf europäischer Ebene, wie ist der Zugang für Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen auf europäischer Ebene, ja? Warum ist das asymmetrisch? Politische Ökonomie, die Forschung in dem Bereich zeigen eine klare strategische Selektivität auf europäischer Ebene für das Kapital, wo man versucht nachzuzeichnen oder wo leider nachgezeichnet wird, dass Kapitalinteressen auf europäischer Ebene einen viel besseren Zugang haben zu Entscheidungen als Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen. Wo man auch sieht, dass es für Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen sehr schwierig ist, Solidarität auf europäischer Ebene zu organisieren, was eine mal sagen, progressive oder emanzipatorische Bearbeitung der Krise wieder schwieriger macht. Und diese Analyse dient eben dazu, Schlussfolgerungen für emanzipatorische Entwicklungen herauszufiltern, also die Frage, was passiert gerade, wie schauen gesellschaftliche Kräfteverhältnisse aus, wer kann was wie dazu beitragen, dass es zu progressiveren Entwicklungen gibt, auf unterschiedlichen Ebenen. Die einen schauen auf diese Elemente, andere schauen auf andere Fragen und man versucht, das als Gesamtes dann auch zu erkennen. Ohne jetzt eben in die Inhalte zu gehen, denke ich, ist der Sinn dieser Folie einfach nur der, Ihnen zu sagen, es gibt da viele, viele konkretere Forschungen und der Kern der Vorgangsweise ist eben auch immer diese konkreten Forschungen vorzunehmen und nicht einfach abstrakt herumzudiskutieren. Das hat keinen Sinn, bringt auch niemandem was, sondern wie wir das im Zitat auch gehört haben, es geht auch nicht nur darum, die Welt verschieden zu interpretieren, sondern eben auch die Welt zu verändern. Und damit muss ich wissen, in welcher Welt lebe ich, was tut sich hier und jetzt da und welche Maßnahmen können ergriffen werden, damit sich wünschenswerte Entwicklungen ergeben. Gibt es auch dazu von Ihnen vielleicht Fragen oder Anmerkungen? Bitte. Wie wirken die neueren Weiterentwicklungen tatsächlich jetzt in der Krisenzeit, EU und so weiter? Wie Sie meinen? Die Leute sind verbreitet. Wir sind ja totgeschlagen von anderen Theorien. Richtig, also das ist nach wie vor, auch wenn ich durchaus sehen würde, dass es mit dieser Krise doch zu einem deutlichen, sozusagen dynamischeren Entwicklung dieser kritischen Theoriebildung kommt, ist es nach wie vor eine Minderheit von Kolleginnen und Kollegen, die sich mit diesen Theorien beschäftigt, was natürlich auch mit der institutionellen Trägheit der Disziplinen wesentlich erklärbar ist. Ja, wir wissen, in der Ökonomie hat man das schon seit vielen, vielen Jahrzehnten so gemacht und warum soll man jetzt plötzlich die Dinge anders machen? Und nichtsdestotrotz wird aber insbesondere, denke ich, von verschiedenen gesellschaftlichen Akteuren immer stärker das Bewusstsein oder erwacht das Bewusstsein dafür, wie wichtig diese Form der Analyse ist, um eben auch eigenes Handeln anzuleiten. Und ich sehe sozusagen das, wie stark die Nachfrage nach dieser Form der Analyse ist, um eben zu sagen, wo stehen wir da drinnen, wie funktioniert das und was können wir machen. Also nicht aus dem Wissen oder weniger aus dem Wissenschaftsbetrieb heraus, sondern vielmehr aus der Nachfrage von der Gesellschaft, denke ich, gibt es da eine doch gewisse Dynamik. Aber eben auch, wie politische Ökonomie sagt, und auch der kritische Realismus, Wissenschaft ist auch wesentlich ein gesellschaftliches Phänomen. Das heißt, wie wir das organisieren, welche Disziplinen wir haben, wie wir auf die Dinge schauen, ist ein gesellschaftlicher Konsens. Und wir in Österreich wissen das ganz genau, bis vor nicht allzu langer Zeit war es auch im universitären Bereich nicht unüblich, die Posten schwarz und rot zu besetzen und entsprechend diesen institutionalisierten Klassenkompromiss, wie der Nachkriegszeit geherrscht hat, eben auch im Wissenschaftsbetrieb zu etablieren und entsprechend die Theorien, die das auch zugrunde legen. Jetzt kommt es zu einer, würde ich sagen, gewissermaßen zu einer Aufweichung dieses Klassenkompromisses, auch in Österreich, aber noch stärker in anderen Ländern. Damit ist der Bedarf da, wieder die Dinge neu zu denken und sich zu überlegen, was passiert da eigentlich, was sind die Interessen, wie läuft es? Und entsprechend kommt von dieser Seite her doch eben die mehr und mehr Nachfrage nach solchen Perspektiven. Und es gibt doch auf europäischer Ebene doch eine, würde ich sagen, große Anzahl von Leuten,
die sich mit diesen Dingen beschäftigen. Und da ist vielleicht Österreich nicht das Land, was sozusagen am dynamischsten vorhanden ist, aber es gibt in anderen Ländern doch sehr, sehr viele auch, die eine oder andere Perspektive darauf versuchen zu entwickeln. Bitte. Wenn Sie sich mit dieser Frage schon beschäftigen, ich glaube, die Krise in der EU und so weiter, können Sie da zwei Minuten dazu sagen, was, wie Sie die Krise der EU aus logistischer Sicht analysieren würden und das Projekt und das und gleich auf die Lösung an, also kompakt, okay. Ihre Forschung dazu sagen. danke. Für diese Einladung und die gute Vorgabe, zwei Minuten zur Erklärung, zur Erklärung der Krise in der EU. Im Prinzip muss man sagen, um die Krise zu verstehen, muss man schon die Entwicklungen vor der Krise verstehen. Ja? Und das hat ganz viele historische Vorläufer. Und einer der Vorläufer war eben, dass eben Kapitalismus sehr stark neoklassisch oder neoliberal organisiert war in Europa. Und das hat dazu geführt, dass eigentlich, könnte man sagen, es eine Verschiebung gegeben hat der Einkommen hin zu Kapitaleinkommen und weg von Arbeitnehmereinkommen. Aber wir sehen das überall. Und diese Verschiebung ist durch die spezifische Form der Etablierung des Euros eine Zeit quasi nicht virulent geworden. Sondern man hat eben über Kredite, das ist etwas, was alle hier kennen, über Kredite an periphere Euro-Länder es geschafft, die Krise oder diese fehlende Nachfrage zu überbrücken, dadurch, dass man eben denen das Geld geborgt hat und die haben Produkte aus Deutschland, Österreich und anderen Kernländern abgekauft. Und damit hat man wieder 10 Jahre gewonnen, aber wir wissen, wenn man Ökonomie zu stark über Verschuldung aufbaut, hat das irgendwann ein Ende und das hatte ein Ende. Und jetzt ist die Frage, wie geht es weiter? Und wenn wir uns anschauen, wie die Lösungsstrategien zur Krise auf europäischer Ebene gelaufen sind, da hat man zwar in den ersten 2 Jahren versucht, irgendwie das Ärgste zu verhindern, weil da hat wirklich ein Kollaps gedroht. Und hat man keynesianische Maßnahmen gemacht und sozusagen alle Prinzipien über Bord geworfen, wie Sie alle wissen. Ja, geldpolitisch, fiskalpolitisch, war das völlig egal, was man da vorher gesagt hat. Dann haben wir gesehen, irgendwie kann man es stabilisieren und insbesondere kann man es in den Kernländern stabilisieren. Und es sind besonders die Kernländer und allen voran Deutschland, die, wie wir wissen, auch die Politik auf europäischer Ebene vorgeben. Und das ist halt eine, sagen wir mal, Deutschland-zuerst-Politik, wo man gesagt, wir wollen eine Europäische Union, für die wir aber nicht zahlen wollen und wir wollen auch eine Lösung, die keine positive Lösung ist, wie sie von Keynesianern und Keynesianerinnen vorgeschlagen wird, nämlich die Löhne in Deutschland und Österreich anzuheben, um in Summe quasi die Flucht nach vorn mit Wachstum anzutreten, sondern wir sind dafür, in der Peripherie mit den Löhnen runterzugehen. Das war sozusagen an der Oberfläche das Problem und politische Ökonomie schaut eben dann ein bisschen genauer hin, welche Klasseninteressen waren das, wer war das, wie funktioniert das, warum gelingt es das so gut durchzudrücken und auch, was sind die weiteren Probleme, die damit einhergehen? Und wir sehen es kommt zu extrem problematischen gesellschaftlichen Entwicklungen, braucht man gar nicht reden, auch zu problematischen politischen Entwicklungen. Und in der politischen Ökonomie gibt es natürlich auch viele Perspektiven, wie man das interpretieren kann. Aber deutet doch viel darauf hin, dass sich die Krise weiterhin zuspitzen wird in Europa. Was auch heißt, dass für die Art und Weise, wie die europäische Integration ausschaut, es sozusagen mittelfristig wahrscheinlich größere Veränderungen auch geben wird. Weil es keine progressiven Krisenbearbeitungsstrategien gibt. Es gibt unterschiedliche Akteure auf unterschiedlichen Ebenen, es ist ziemlich komplex, Interessenskonstellationen sind sehr widersprüchlich und es gibt keine schnelle Lösung für Europa. Das wäre so die Kurzbotschaft. Und die Frage ist aber, wie man trotzdem irgendwie progressiv was machen kann, ist eine schwierige Frage. Und da sind sich viele im Moment einig, dass man das im Moment kurzfristig zumindest eher skeptisch beurteilen muss. Und dass es eher darum geht, wie kann man langfristig die Dinge anders aufstellen und man dahingehend auch arbeiten muss. Ein bisschen mehr als 2 Minuten. Aber ich hoffe, ich habe es ganz, ganz grob umreißen können, worum es da geht oder wie man das interpretieren kann. Bitte.
liege richtig, dass das dann bedeutet, man müsste praktisch die Art, wie die Entscheidungen getroffen werden, die zum Beispiel unser rechtliches Framework für Finanztransaktionen oder für Börsen, für Kapitalgesellschaften, Steuerbesteuerung, dass man das verändern müsste? Klar. Nur die Frage, die sich die politische Ökonomie stellt, ist nicht, was müsste ich tun, also wie müssten die Gesetze ausschauen und wie soll das eine Finanztransaktionssteuer, sondern wie kommt es dazu? Welche gesellschaftlichen Kräfteverhältnisse müssen verändert werden, dass Unternehmen in Europa vernünftig besteuert werden, zum Beispiel? Ja? Welche Veränderungen muss es in Europa geben, dass Arbeitnehmerinnen stärker werden im Sinne, dass die Arbeitslosigkeit sinkt? Ja, weil wir wissen, hohe Arbeitslosigkeit schwächt Arbeitnehmerinnen. Ja, man akzeptiert viele schlechten Dinge, wenn es hohe Arbeitslosigkeit gibt. Das heißt, man müsste schauen, wie kann man da die Kräfteverhältnisse verändern, damit man Richtung Vollbeschäftigung in Europa geht. Technisch das umzusetzen ist immer das Einfachere. Die Frage ist, wie kann man das politisch organisieren? Und aus politökonomischer Perspektive braucht es eben hier sehr wesentlich ein Bewusstsein der Menschen, also ein Klassenbewusstsein, dass man im selben Boot sitzt mit anderen Lohnabhängigen gemeinsam und sich überlegen muss politisch, wie kann ich die Situation verbessern und nicht eben auf, wie es im Neoliberalismus propagiert wird, selbst versuchen, für mich das Beste rauszuholen als die Strategie, vereinzelt, sondern als Kollektiv politisch Dinge durchzusetzen. Und das ist auch wieder spannend, ja, wenn man die historische Perspektive hat, sieht man ja, das hat sich ja auch verändert und es hat sich auch in der Vergangenheit sehr progressive Entwicklungen gegeben. Und wenn man an die Anfänge der Arbeiterinnenbewegung zurückdenkt, hat es dann natürlich auch massive Widerstände gegeben und das hat auch viele, viele Jahrzehnte gedauert, bis da erst die Sozialgesetzgebung durchgesetzt wurde oder der Kampf war zunächst ums allgemeine Wahlrecht zum Beispiel. Ja, und dann politischer Einfluss, Aufbau eines Sozialstaats, Arbeitsrecht und so weiter und so fort. Also das waren viele, viele Jahrzehnte, bis sich da was bewegt hat. Und das ist auch nicht ein linearer Prozess gewesen, sondern hat es vor und zurück gegeben. Und ich denke, was man vielleicht im aktuellen Prozess mitnehmen kann, ist, dass man einen langen Atem braucht. Also dass man Veränderungen nicht denkt, wenn heute nichts besser wird oder in einem Jahr nichts besser wird, dann haue ich den Hut drauf und gehe nach Hause und tue nicht mehr Fernsehen, sondern Veränderungen brauchen lange Zeit. Ja? Und vor allem dann, wenn sich wenig bewegt in eine gewünschte Richtung, ist es umso wichtiger, etwas zu tun und sich zu engagieren. Und das ist sozusagen auch eine wesentliche Erkenntnis aus der politökonomischen Analyse von diesen gesellschaftlichen Prozessen. Ja, genau dann, wenn sie scheinbar gar nichts tut, das ist ganz, ganz wichtig. Und das Spannende ist auch dann, wenn man diese Prozesse anschaut, da tut sich lange, lange nichts unter der Oberfläche passiert viel. Und dann verändert sich bei Politik und Ökonomie verändert sich immer. Das ist immer ein instabiles System. Dann kommt plötzlich ein Moment, in dem sich das Blatt wendet und die andere sozusagen eine progressive Entwicklung möglich ist. Aber das ist nur dann möglich, wenn auch darauf hingearbeitet wird. Und das wäre sozusagen eine wichtige Botschaft oder wichtige Erkenntnis aus dieser Perspektive. Bitte. Also, ist es ja oft so, dass wenn man Entscheidungen sehr lang hinauszögert, also fängt es bei ganz kleinen Dingen an, wenn man eine kleine Gruppe hat, man will zusammen wohin gehen und kann man überlegt zu lange, dann würde einer sagen, gehen wir dorthin. Und wenn man schon so lange wartet, wird man gar nicht überlegen, ob es vielleicht was Besseres gibt, man geht einfach dann dorthin, weil es war das erste Eingeworfene und also Menschen sind ungeduldig auch. Und hat jetzt die politische Ökonomie eine Antwort, wie man diese Ungeduld zügeln kann? Also wenn man sagt, man braucht einen langen Atem, was ist dann die Antwort, wenn die Leute es ist gewissermaßen natürlich schwierig und es verändert sich auch die Art und Weise, wie wir bestimmte Dinge nachdenken. Aber auch das Bewusstsein dafür, dass es für Arbeiter und Arbeiterinnen notwendig war, sich zu organisieren, um das zu erreichen, was wir jetzt haben. Ja, einen Sozialstaat mit vernünftiger Arbeitsgesetzgebung und relativ guten Lebensbedingungen, da waren auch nicht alle Feuer und Flamme. Ja, aber bei vielen hat sich die Erkenntnis durchgesetzt, dass das notwendig ist und dass es Sinn macht, sich dafür zu engagieren. Auch wenn man vielleicht nicht sofort die Früchte sieht. Und ich glaube, da das Bewusstsein dafür gilt zu schärfen. Und das ist natürlich schwierig in der heutigen kurzlebigen Gesellschaft, ja, mit maximal 2 Minuten YouTube-Video oder so, diese längerfristige Perspektive wieder zu etablieren. Aber das ist etwas, worüber man diskutieren muss. Ja, wo vielleicht Sie oder sicherlich Sie die Prädestinierteren sind, sich zu überlegen, was man da machen kann, um Leute da am Ball zu halten. Und ich denke, genau das, was Sie hier machen, ja, eine Gesellschaft für plurale Ökonomie zu etablieren, zu sagen, wir wollen anders über Wirtschaft nachdenken, wir wollen die Räume aufmachen,
das ist schon ein ganz wichtiger Schritt und das ist auch etwas Nachhaltiges. Das erreicht viele Leute, viele andere Perspektiven eröffnen sich, in anderen Kontexten wird das bewegt und wir wissen, das in Graz ist ja nicht ein singuläres Phänomen, sondern das passiert ja an vielen Orten. Und ich glaube, an diese Prozesse ist auch anzuknüpfen. Oder insbesondere, wenn wir jetzt Europa betrachten, in der europäischen Peripherie, wo die Situation wirklich sehr dramatisch ist, tun sich sehr viele spannende, auch problematische Dinge. Und ich glaube, das Bewusstsein dafür zu schärfen, mag es auch den Menschen wieder ermöglichen, mehr bei solchen Dingen beizusehen. Ja, aber sie engagieren sich ja, weil es ihnen Spaß macht, wesentlich, und weil sie glauben, dass das einen Sinn macht. Und ich glaube, das anderen Menschen und Kolleginnen und Kollegen zu vermitteln, ist ein wichtiger Punkt, dass das also nicht verlorene Liebesmühe sozusagen ist. Bitte. Und zwar über meine methodologische Frage. Also wenn ich jetzt zum Beispiel mir die Krise oder diverse Phänomene oder den modernen Kapitalismus aus der Sicht der marxischen Ökonomie anschauen will, mit der Frage, ob das dann praktisch das wäre, was ich mir da vorstelle. Also, dass man sich anschaut, okay, zum Beispiel Finanzmarktkapitalismus, wer dominiert Finanzmärkte, wie funktioniert das, wer zum Beispiel, dass wir dann anschauen, nicht nur okay, so ist es, sondern wer hält die Anteile zum Beispiel an diesen 20 größten Hedgefonds. Und wie funktioniert das? Das heißt, man schaut, wie ist es so geworden und wie kann man es vielleicht verändern? Genau. Also das wäre, denke ich, eine sehr präzise Zusammenfassung. Man schaut, versucht die historische Genese zu rekonstruieren und dann sich zu überlegen, was könnte, müsste passieren, dass es so oder so weitergeht. Und eben, man schaut auf Akteure und man versucht gleichzeitig auch Strukturen auszumachen. Also beides immer. Wer ist das und wie? Aber in welchen Strukturen stecken die auch drinnen? Welche Veränderungsdynamik haben auch die Strukturen? Wie reproduzieren Menschen Strukturen? Wie verändern Menschen Strukturen? Das sind so die Zugangsweise. Und eben auch für den Finanzsektor, da gibt es ja diese auch große Literatur, die aber gar nicht erwähnt, diese ganze Thematik der Finanzialisierung wird ja auch sehr stark eben aus politökonomischer Perspektive diskutiert, als das Begriff für relativ stark steht. Finanzsektor kommt stärker ins Zentrum. Und dominiert die Ökonomie und die Frage ist, was man da machen kann. Aber das wäre eben genau quasi die Vorgangsweise, wie Sie das umschreiben. Das heißt da, dass die marxische Ökonomik im Gegensatz zu einigen anderen Mainstream-Geschichten zugibt und auch, dass Menschen weder immer rational sind, sondern auch, dass gewisse Verhaltensweisen, wie eben du gesagt hast vorher, von wegen, dann entscheidet man sich halt mit einer gewissen Entscheidungsheuristik, dass man die untersucht und schaut, naja gut, wie kommt es dahin, wenn wir jetzt nicht annehmen, dass alle so ultrarational sind. Das wäre dann eigentlich eine sehr zutiefst soziologische Perspektive aus institutionellen Neusprech. Klar, es wäre, wie Sie das sagen, eine zutiefst soziologische Perspektive, die die soziologische Komponente auch um psychologische Elemente versucht zu erweitern. Es gibt auch im Bereich der Cultural Studies wesentlich die Überlegung, eben wie kommen Leute zu den Vorstellungen, welche Prozesse führen dazu, wie verändert sich. Also wie, man könnte sagen, Soziologie der Entscheidung, wie sie das nennen, ist ganz ein wesentlicher Bestandteil. Oder in diesem neogramscianischen Zugang die Frage, was ist der Alltagsverstand der Menschen? Ja, der ist ja ganz wichtig für politische Prozesse. Wie konstruiert sich der Alltagsverstand und wie kann Alltagsverstand auch verändert werden, ist ganz ein wesentlicher Bereich dabei, weil es natürlich wichtig ist für wirtschaftlich-ökonomische Prozesse. Bitte. Wenn man sich mit Marx und mit marxistischen Gedanken an das Thema Wachstum bzw. auch an den Menschen, die eine Postwachstum. Klar. Also genau mit dem Punkt, wo man eben sagt, es geht um eine vernünftige, solidarische Gesellschaft. Es ist nicht wie oft in neoklassischer oder keynesianischer Perspektive der Fall, wo man sagt, wachsen, 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 sondern ähnlich wie in der Postwachstumsdebatte, wo man sagt, was brauchen wir, was ist ein vernünftiges, gutes Leben? Ja, brauchen wir in jedem Zimmer einen Flachbildfernseher oder machen uns andere Dinge vielleicht glücklich? Und das ist genau die Zugangsweise. Aber es ist, hat eben keine radikale Postwachstumsposition, sondern eben die Frage ist, was ist eine vernünftige Gesellschaft? Und vielleicht auch noch wichtig, das wird natürlich nicht nur auf den Nationalstaat gedacht, sondern es wird natürlich global auch gedacht. Ja, und wir wissen, und
da habe ich ein bisschen Probleme auch mit dieser Postwachstumsdebatte, weil es in ärmeren Ländern, denke ich, durchaus notwendig ist, dass es da zu etwas kommt, was wir als Wachstum beschreiben, um da die materiellen Lebensbedingungen zu verbessern. Dass das bei uns nicht notwendigerweise der Fall ist, ist auch ganz klar. Aber da muss man eben schauen, wie geht man bei uns um, wie kann man Leute trotzdem eben integrieren. Arbeitszeitverkürzung ist auch etwas, was vor kurzem wieder ein bisschen stärker in die Debatte gekommen ist. Denke ich, das ist auch etwas, was in diese Richtung geht und was eben auch in der politischen Ökonomie ganz klar ist. Ne? Leute haben mehr Freizeit, vielleicht ein netteres Leben dadurch und es ist eine andere Art und Weise, wie man mit der Gesellschaft gestaltet. Bitte. Weil Sie diese Solidarisierung der Arbeiter angesprochen haben, der ja nicht einmal innerhalb der EU, der eben innerhalb der EU nicht wirklich funktioniert, oder wenn man es dann global anschaut, irgendwie mit der Entwicklung mit dem Internet gemeinsam hätte sie da ja schon viel tun können, ist das jetzt mehr eine Krise der Demokratie, dass man demokratisch gewünschte Ziele nicht mehr verfolgt auf einer politischen Ebene? Beziehungsweise, vielleicht anders gefragt, aber irgendwie aufs Ähnliche hinauslaufen, kommt man an einer Enteignung vorbei? Oder ist das eigentlich das Einzige, was man dann an Gleichstellung quasi... Das sind zwei verschiedene Elemente. Ja. Die Frage der Solidarität auf europäischer Ebene ist, es ist deswegen schwierig, weil es materiell unterschiedliche Interessen gibt. Ja. Und es hat sich sowohl in Deutschland als auch in Österreich Arbeiter, Arbeiterinnen sich eingerichtet im Wettbewerbskooperatismus und das ist ein System, mit dem wir relativ gut fahren im Vergleich zu den anderen zumindest, wo wir auch weiter da mitmachen, was auch von vielen Gewerkschaften in dieser Form mitgetragen wird. Das wirkt sich aber ganz schlecht auf viele andere aus. Aber für uns ist es besser. Das ist sozusagen ein Problem, das man, glaube ich, nicht so schnell lösen wird, wo ich auch sehe, wo es nicht sehr in Gesprächen zwischen Gewerkschaftsvertretern und Vertreterinnen aus unterschiedlichen Ländern nicht sehr viel an Gemeinsamkeiten gibt, weil es objektive Widersprüche gibt. In der kurzen Frist, in der längeren Frist, glaube ich, muss man auf jeden Fall versuchen, in diese Richtung hinzuarbeiten und da sich zu überlegen, was kann man in Europa, wie kann man in Europa die Europäische Union anders organisieren, ja, sodass sie eben nicht Krise und Leid bringt, sondern eben für Menschen ein gutes Leben ermöglicht. Und die Frage, die zweite Frage, die Sie gestellt haben, diese Frage der Enteignung, es ist klar, dass es zu einer deutlichen Umverteilung kommen muss, liegt im Kern der politischen Ökonomie. Auch auf dem, vor dem Hintergrund, dass man sagt, dass Leute, die über sehr viel Vermögen, auch sehr viel Macht haben oder sehr viel Vermögen, wie das so schön heißt, und das undemokratisch ist in letzter Instanz. Und anstatt so einer oligarchischen oder plutokratischen Gesellschaft, wäre eben eine demokratische Gesellschaft notwendig, wo nicht einige wenige, die ganz viel Geld haben, sehr viel Einfluss auf die Politik machen können. Das wäre ein wichtiges Element. Bitte. Ich wollte nur kurz sagen, in 5 bis 10 Minuten sollten wir vielleicht auch schauen, ich weiß noch Folien. Gut, ich glaube, ich habe nur mehr eine Folie. Bitte. Kurz eine Frage. Das ist ziemlich genau diese Widersprüche von der unterschiedlichen Standortlogik. Genau die Gründe, warum innerhalb einer Marktwirtschaft die Krise nicht gelöst werden kann. Vielleicht. Das war im Sinne, wenn man am Markt denkt, von einer marxistischen Analyse heraus. Es gibt zum Beispiel den Spruch, die Lösung der Krise ist die Krise selbst von Trotzki. Ja, es ist richtig. Also das ist ein wichtiger Aspekt, dass es eben auch Widersprüche gibt, die nicht gelöst werden können. Und wir sehen es im Moment in der Europäischen Union. Und nichtsdestotrotz ist die Geschichte ein offener Prozess. Ja? Auch wenn es schwierig ist und viele objektive Widersprüche auch da liegen. Aber ich glaube, und ich würde auch sagen, in der Geschichte hat man das gesehen, sich zu bemühen, eine bessere Gesellschaft herzustellen, ist schon eine wichtige Voraussetzung dafür, dass das dann auch möglich ist. Ob es wirklich funktioniert, ja, ist eine andere Ebene. Das ist eben auch, genau wie Sie das beschreiben, aufgrund der Widersprüche im Kapitalismus nicht klar vorhersehbar. Und auch der unterschiedlichen Machtverhältnisse und Interessenstrukturen. Bitte. Ich habe eine Frage zum Thema, wie die politische Ökonomik befasst sich, die kritisch-politische Ökonomik sich ja auch mit der Ausbildung der jungen Menschen in der Schule und wie sich das dann später auswirkt. Und wenn man jetzt zum Beispiel, ich kenne deshalb Theoretiker wie Max Weber, die Kapitalismus sozusagen mit der protestantischen Ethik des Arbeitens verbunden haben, dass man sozusagen für sich selbst und für Gott hart arbeitet und damit der Gemeinschaft was beiträgt. Wie tut die kritische politische Ökonomie sozusagen diesen Geistwerdungsprozess, den wir von der Wiege sozusagen in der Gesellschaft mit aufnehmen,
analysieren und aus ihrer Sicht versuchen zu beurteilen. Mhm. Die könnten auch eine spartanische Gesellschaft sein, nein, zum Beispiel nur auf Kämpfen aus sein oder sowas. Mhm. Das wäre interessant zu wissen. Ja, also die ideellen Vorstellungen werden immer im Zusammenhang auch mit den materiellen Lebensbedingungen gewissermaßen gesehen, haben aber eine gewisse Unabhängigkeit auch. Und es ist eben nicht so, wie bei Max Weber, dass man sagt, oder bei idealistischen Zugängen, Ideen bestimmen die Realität, ja, protestantische Ethik und jetzt gibt es Kapitalismus, sondern es gibt bestimmte Prozesse, die führen zu bestimmten Ideen, bestimmte Prozesse bedingen auch aber bestimmte Ideen und Vorstellungen. Und es hat sich, denke ich, doch sehr, sehr viel auch verändert, wenn man sagt, und das ist eben auch wieder die Widersprüchlichkeit der kapitalistischen Entwicklung oder der bürgerlichen Entwicklung, Werte der Aufklärung, französische Revolution als bürgerliche Revolution sind ja sehr, sagen, wichtige Werte, auf die sich gewissermaßen auch die politische Ökonomie stützt, wenn man sagt, die solidarische Gesellschaft zum Beispiel. Und wo es doch auch gewisse Autonomie auf dieser ideellen Ebene gibt und diese ideelle Ebene sehr wichtig ist und auch umkämpft ist. Aber nicht eben unabhängig von den materiellen Bedingungen betrachtet werden. Also die Frage eben, und die Werte, die sich bei uns hier quasi durchsetzen und entwickeln, wie wir wissen, sind ja zum Teil sehr stark auch über Werbung propagiert, ja, oder eben über ein Bildungssystem propagiert. Aber das ist nicht alles, sondern Menschen haben auch andere Räume, wo sie bestimmte Sichtweisen entwickeln können und gibt es immer wieder, sagen, offene Prozesse. Also im Kern ist es ein dialektisches Verständnis von der Rolle von ideologischen Vorstellungen. Bitte. Ich hätte noch eine Frage, weil Sie vorher gesagt haben, die Krise an sich, ein Grund für die Krise zum Herausarbeiten jetzt, der ist schwierig. Das hat mir ein bisschen unbefriedigt lassen, und zwar in der Hinsicht, weil ich denke mir eigentlich, so mein Verständnis von Volkswirtschaft ist das, dass alle Krisen mehr oder weniger auf ein Problem zurückzuführen sind, und das auf die Knappheit. Sei es jetzt da künstlich gemacht, wie es im Kapitalismus sehr viel ist, sei es jetzt natürlich, weil eben die Ressourcen ungleich im Grund und Boden verteilt sind, sei es jetzt die Zeit, sei es jetzt institutionell, die Institution Geld ist auch, weil zum Beispiel die Institution Bank und Staat kein produktiver Sektor ist, auch knapp. Dann sind vielleicht, weil Sie gesagt haben, jetzt die Werte angesprochen haben, die Geduld an sich eines Menschen, die moralischen Werte sind auch knapp. Inwiefern war das anders aus einer marxistischen Perspektive? Lassen Sie da die fünf Sachen jetzt da, vielleicht gibt es mehr, vielleicht haben ein paar nicht passt, auflösen, oder wird es auch Krisen geben? Ja, nein. Eine Sache ist, wie kann man ganz abstrakt sagen, das sind Ursachen für Krisen. Und da sind die Aspekte, die Sie nennen, durchaus sozusagen etwas, was man nehmen kann. Der Punkt ist aber aus dieser Perspektive, dass man sagt, man muss ein bisschen genauer hinschauen, weil rein aus diesen abstrakten Argumenten wie Knappheit kann ich noch gar nichts ableiten, sondern man muss schauen, was passiert, wo und wie konkret. Ja, und aus politökonomischer Perspektive würde man eher sagen, es sind die spezifischen gesellschaftlichen Verhältnisse oder die Produktionsweise, und die produziert bestimmte Mechanismen oder bestimmte Knappheiten, wie Sie das zum Beispiel genannt haben. Also es ist gewissermaßen breiter. Die Knappheit, dass Ressourcen ungleich auf der Welt, also nicht jetzt der ungleich verteilt bei den Menschen, sondern es ist nicht überall ein Berg, es ist nicht überall ein Fluss. Klar. Das kann man ja gesellschaftlich, kann man ja nicht umwandeln. Na, aber die Frage ist, wer wie Zugriff hat, ja. Mhm. Und ja, bitte. Ja, also dazu muss ich sagen, also bei Marx ist überhaupt nicht die Knappheit, sondern ganz im Gegenteil, der Überfluss an Waren, der zu den Krisen führt, also man fest ist, sondern Kapital. Und das ist ein völlig anderer Zugang, als in der Neoklassik geboten wird. Und das kann man auch relativ ändern, in Überproduktionskriegen, wie Sie schon erklärt haben, wie die zustande kommen. Also nicht die Knappheit, sondern der Überfluss. Auch ganz knapp dazu. Die Knappheit ist genau das, was die Neoklassik erforscht. Die Neoklassik führt sich ja genau um die Analyse der Knappheit. Ja? Das heißt, glaube ich, dazu die Fragestellungen der Wirtschaftsprobleme wieder auf die neoklassischen Antworten reduziert automatisch. Eben, glaube ich, gesagt hat, ein großer Teil des Problems, wir haben, ist jetzt eigentlich das zu viel Geld, das unsere Superreichen haben, ist der Finanzmarktkrise erzeugen, das ist auf die gesamte Realität aussehen. Wir haben keine Knappheit an Geld, ja? Die haben zu viel Geld. Ja? Also eben diese Knappheit, diese Versuch, die Falschen auf Knappheit zu fokussieren, erzeugt neoklassische Falschstellungen, erzeugt neoklassische Antworten, die ja nicht falsch sind, ja, aber die halt nur einen Teilbereich der Antworten widerspiegeln in Wirklichkeit. Das heißt, dass die These das breiter macht. Und, ja.
bevor wir jetzt voll in die Diskussion einsteigen, bitte Sie, dass Sie praktisch das Letzte von Ihrer Weisheit regieren. Ja. Ich hoffe, es sind nicht das Letzte meiner Weisheit, aber es sind die Schlussfolgerungen. Das letzte, und die letzte Folie, die Sie und ich habe nur mehr die Punkte, die mir zentral erscheinen, hier auf dieser Folie, und da sind eh schon quasi in der Diskussion drinnen gestanden. Also wichtig ist integrative Analyse von Wirtschaft, Gesellschaft und Politik. Ich persönlich sozusagen heute auch besser diesen Begriff kritische politische Ökonomie als marxische Ökonomie, weil marxische Ökonomie zum Teil sehr verengt betrieben wird. Manche Leute sich nur mit bestimmten werttheoretischen Sachen im Kern auseinandersetzen, aus meiner Sicht dabei aber wesentliche Aspekte auslassen, die eigentlich dem Kern einer marxischen oder politökonomischen Perspektive ausmachen. Deswegen denke ich, das ist von der Terminologie her besser. Es geht eben um diese integrative Perspektive, im Unterschied jetzt zur Ökonomie im engeren Sinne oder der neoklassischen Ökonomie. Klassenauseinandersetzungen sind zentral auf unterschiedlichen Ebenen, unterschiedlichen Formen innerhalb von Klassen. Und es ist eine emanzipatorische Perspektive, die ganz stark im Vordergrund steht. Also es ist, wie auch immer, die konkret angefüllt wird, was eben die Schwierigkeit ist, aber das ist der Kern, worum es geht. Und ich habe auf der letzten Folie nur, ich weiß nicht, ob Sie die zur Verfügung stellen wollen, dann die Folien, also dann noch ein Überblick für diejenigen, die gerne weiterlesen wollen. Ganz oben habe ich nämlich natürlich dieses Buch angeführt, große Überraschung. Und dann gibt es auch noch ein paar weitere Bücher, die ich sozusagen empfehlen würde für Leute, die sich da ein bisschen vertiefen möchten. Ein paar Kurztexte, auch ein paar Sachen auch zur Krise angeführt, die das ein bisschen genauer erklären, als ich das in 2,5 Minuten so geschafft habe, für diejenigen, die das irgendwie genauer machen wollen. Gut, dann haben wir noch ein bisschen Zeit für Fragen. Bitte. Zur Historie noch. Also inwieweit spielen so Gesetze wie von der fallenden Profitrate, die der Marx ja ganz stolz war und wo er gedacht hat, das hätte er jetzt entdeckt und damit bis endlich mal. Also das eigentliche Entwicklungs- oder Selbstvernichtungsgesetz des Kapitalismus entdeckt, inwieweit spielt das, sagen wir, in der aktuellen, von Marx herkommenden Wirtschaftsanalyse noch eine Rolle? Es gibt jetzt interessante Abschlüsse zu diesem Kapital-Mega-Projekt, wo man sehr genau sagen kann, er hat eigentlich dann selbst am Ende seines Lebens sehr starke Zweifel gehabt an dem Gesetz. Der Engels hat es wieder versucht zu kitten und es irgendwie als ein abgeschlossenes Werk gestellt. Wie steht man in der marxistischen Ökonomie, wenn ich es jetzt doch so nennen darf, wie steht man zu dem? Ist das nur mehr eine historische Kuriosität oder hat das noch Positivität? Es ist unterschiedlich. Es gibt Leute, die sich mit dieser Frage beschäftigen, fallende Profitrate. Ich würde sagen, es ist ja, wenn ich mir anschaue, die breite Gruppe an Leuten, die sich mit diesen Zugängen, politisch-ökonomischen Zugängen beschäftigen, eher Minderheit, die dann versuchen zu schauen, wie hat sich die Profitrate entwickelt, ist jetzt gestiegen oder gefallen und welche Implikationen hat das. Das Interessante ist, wenn man diese Literatur anschaut, stellt man fest, es ist sehr widersprüchlich und je nachdem, wie man das genau berechnet, kommt eben sozusagen eine fallende oder nicht fallende Profitrate raus. Gleichzeitig eben, wenn Sie das erwähnen bei Marx, hat er zwar diese Tendenz der fallenden Profitrate, aber gleich mehrere Gegentendenzen auch genannt, die das Ganze wieder sozusagen aufheben und relativieren. Und das hängt eher mit einer, ich würde sagen, mit einer linearen oder mechanistischen Vorstellung zusammen, die aus meiner Sicht zu kurz greifen. Ja, also die Vorstellung, dass man so einfache Trends ableiten kann, und das ist auch im Marx in dem Sinne drin, man hat Tendenzen und hat Gegentendenzen, und es ist die Frage, wie artikulieren sich die konkret? Und es gibt zwar sozusagen manche, die das anders interpretieren, aber die Ergebnisse sind aus meiner Sicht eben nicht fruchtbar, weil die einen, je nachdem, wie sie spezifizieren, kriegen das raus und die anderen kriegen das andere raus. Also zusätzlich gibt es dann die Probleme mit der Werttheorie, wie man bestimmte Dinge interpretiert. Ich glaube, es ist eine sehr fruchtbare Diskussion für das, was im Vordergrund steht aus meiner Sicht, nämlich die emanzipatorische Perspektive. Bitte. Ja, wenn Sie ausführlich mit Marx beschäftigt, aber soweit ich es verstanden habe, hat in der Marx-Theorie die geschichtliche Entwicklung einen sehr klaren Endpunkt in der kommunistischen Gesellschaft. Ich weiß nicht, ob das jetzt sehr vereinfacht ist. Spielt das heute eine Rolle in der marxistischen Ökonomie? Nein.
Ich glaube, bei Marx muss man auch schauen, der hat relativ viel geschrieben, ja, wenn man sich das anschaut. Und der hat quasi analytische Texte und politische Texte. Ja, und im Kommunistischen Manifest als politischen Text schreibt er sozusagen in einem Pamphlet halt, dass diejenigen, die jetzt für die Revolution kämpfen, quasi eh zwangsläufig schon siegen müssen, weil die Geschichte hinter ihnen steht. Ja, da kann man sagen, das ist vielleicht rhetorisch eine wichtige Figur gewesen, aber weniger analytisch. Und natürlich muss man auch sagen, Marx war in einer anderen Zeit aktiv. Ja, Mitte des 19. Jahrhunderts hat man sagen, diese Fortschrittsdenken noch stärker drinnen gehabt, als das heute der Fall ist. Und heute wird das, glaube ich, von kaum jemandem mehr so linear interpretiert, sondern es ist eben auch unter dem Titel neomarxistischer Zugänge oder wie immer man das dann heute nennen will, sieht man die Dinge anders, weil man auch in einer anderen Zeit ist. Und sozusagen, es gibt keinen natürlichen Endpunkt der Geschichte, worauf die irgendwie hinstrebt. Wenn man in so einer solidarischen Gesellschaft angekommen ist, ist es per Definition so, dass es eben keine andere Gesellschaft nachfolgen kann oder weil jeder zufrieden ist, weil es allen gleich gut ist. Ist das sehr wahrscheinlich? Also eines ist, wonach man strebt, ja, also im Sinne einer positiven Utopie, und das andere ist, was erreichbar ist und wie es dann bleibt. Und menschliche Geschichte zeigt, sie bleibt nie stehen, sondern verändert sich ständig. Und es ist natürlich auch immer bei jeder Form einer solidarischen Gesellschaft die Gefahr gegeben, dass sich wieder bestimmte Interessen gegenüber anderen Interessen durchsetzen und entsprechend ungerechte, unfaire Systeme daraus entstehen, und darauf muss man besonders Wert legen. Also es gibt quasi nicht diesen Endpunkt der Geschichte, sondern man muss ständig versuchen, einem Idealbild näher zu kommen, das man nie wirklich erreichen will, aber womit man dafür kämpfen muss und das man auch immer verändern muss, weil sich die menschliche Gesellschaft verändert. Bitte. Also ich glaube, das Ende der Geschichte können alle wichtigen Ahnen, das ist ja in den 1990ern verkündet worden mit dem Sieg des Kapitalismus, das gibt es im Wochenbereich, die Revolution. Aber ich glaube, die Idee, warum quasi der Kommunismus oder die klassenlose Gesellschaft die letzte Gesellschaft ist, also nach diesem Schema, ist halt, dass man Gesellschaft immer als Klassenwidersprüche begreifen muss. Und weil die Klassen quasi aufgelöst sind, dann gibt es keinen Widerspruch mehr, der dahingehend in den Fortschritt produzieren könnte. Das wäre sozusagen die Vorstellung, die Frage ist, ob sie solche Gesellschaften umsetzen lassen. Und da gibt es auch Überlegungen dazu, wie das ausschauen könnte. Gibt es zum Beispiel, weiß nicht, ob Sie das kennen, unter dem Titel Participatory Economics, die Frage, wie man eine demokratische Planwirtschaft organisieren kann und wie man sagen, versuchen kann, sagen, das zu vermeiden, dass sich bestimmte Klassen herausbilden. Aber das ist eine sozusagen, was man vielleicht theoretisch gerne hätte, und das andere ist, was gesellschaftliche Dynamiken sind, und die wird es immer geben. Und was ich aus der Perspektive mitnehmen würde, einfach zu sagen, in welcher gesellschaftlichen Struktur man auch immer ist, man muss schauen, wie läuft die, welche Eigendynamiken sind da und wie kann man da das in eine Richtung verwenden oder in eine Richtung auch beeinflussen, die man für wünschenswert und fairer beachtet. Bitte. Aus Interesse, weil das Wort Planwirtschaft gefallen ist, gibt es irgendeinen Ort, in der, sagen wir, eher orthodoxe Marxisten die Kritik von Friedrich Hayek praktisch beantworten, der sagt, okay, dadurch, dass der Mensch nicht perfekte Information hat, ist Planwirtschaft nicht möglich. Das ist, weil niemand alles wissen kann. Gibt es da irgendeine Antwort oder ignorieren die das dann? Wenn ja, die sagen Planwirtschaft, juhu. Also es hat vor allem in den 20er Jahren große Diskussion gegeben, Planwirtschaft, Marktwirtschaft, Diskussion. Gibt es unterschiedliche Perspektiven. Im Prinzip, wenn man sozusagen den perfekten Markt hat, dann müssten eigentlich auch müsste man auch alles wissen, theoretisch wie ein allwissender Planer, man müsste eigentlich zum gleichen Ergebnis kommen, ist sozusagen ein Konsens dieser Planwirtschaftsdiskussion. Das sind... Hayek ist ja nicht davon ausgegangen, dass es sowas wie einen perfekten Markt gibt. Ja, aber er ist sozusagen von der Superiorität der Märkte ausgegangen. Als ohne damit sozusagen ein materielles Versprechen damit zu verbinden, kann man sagen, okay. Und ich denke, Hayek muss man eher sehen im Sinne eines wichtigen Ideologen für bestimmte Interessen. Das wäre meine Interpretation. Bitte. Würden Sie wagen zu sagen, was jetzt, also wie Marx das sowjetische Wirtschaftssystem kritisiert hätte?
Nur sicherlich aufgrund dieser sozusagen ungleichen Klassenstrukturen, die Bürokratie einerseits und sozusagen die normalen Arbeiter, Arbeiterinnen andererseits. Also sozusagen Totalitarismus in dieser Sinn, in diesem, wäre es ohne das sozusagen zu wissen, aber würde ich glauben, war nicht in seinem Sinne. Das ist keine klassenlose oder kommunistische Gesellschaft gewesen. Ich hätte eine Frage. Bitte. Wie schaut es mit den Klassen zwischen der Arbeiterschicht aus? Weil wenn ich jetzt anschaue, hat ein Techniker andere Interessen, wie jetzt ein Kölner zum Beispiel. Genau. Wie reagiert der Marx auf das? Oder gibt es dann keinen? Nein, es gibt, das ist ein wichtiger Punkt, auch innerhalb der Arbeit, der Arbeiterin unterschiedliche Interessen. Ja, es gibt sowas wie, könnte man sagen, wie Mittelklasse oder Kleinbürger, wie immer, wo man den Techniker, die Technikerin dann einordnet, die auch unterschiedliche Interessen haben und die unterschiedlich auch eingebunden sind, ja, die auch bestimmte Herrschaftsfunktionen übernehmen, was man sich wieder im Konkreten anschauen muss. Ja? Und die Frage auch, wie sind da Klassenbündnisse? Ja? Ist der Techniker oder der Ingenieur sitzt der jetzt quasi mit der Arbeit der Arbeiterinnen gemeinsam im Boot oder nicht? Ist eine wesentliche Frage. Und aus dieser Perspektive eben ist es genau ganz wichtig, das eben als konkret zu analysieren. Und auch diese Widersprüche ernst zu nehmen, weil die ganz klar da sind. Und da ist eben die Frage, wie kann man dann Solidarität und Zusammenarbeit konstruieren? Also gibt es einen ständigen Klassenkampf sozusagen? Genau, also es gibt kein, so, das, so wie steht, vernünftige solidarische Gesellschaft kann es nie geben, weil es ein ständiger Klassenkampf ist. Genau, aber man kann sich versuchen, in diese Richtung zu bewegen. Ja, so eine Utopie wird man nie erreichen. Das würde ich mal für sicher halten. Bitte. So wie zu Marx-Zeiten hat es nicht nur Kapitalisten und Arbeitnehmer gegeben, sondern auch Bauern. Die sind wenig für die. Ja, es gibt schon relativ wenig in Österreich zumindest. Ne? Also wenn man das Zentrale ist ja, dass man die Welt so anschauen, damit wir es verändern, haben wir gelernt, ne? In der Marxischen Ökonomik. Und jetzt schaue ich Österreich an, da gibt es schon mal relativ wenig. Auch da sezieren wir. Aber die spielen natürlich auch eine wichtige Rolle. Ich meine, wenn man sagt, wie hat Marx zeitgenössisch die Dinge analysiert, gibt es eben auch Analysen, wo die Frage der Bauern oder der landlosen Bauern, wie man das heute bezeichnen würde, welche Rolle die spielen in diesen politischen Prozessen, wer die wie hinter sich schaut und was das dann politisch bedeutet. Und jede unterschiedliche Gruppe spielt natürlich eine Rolle. Und wir wissen, bei uns sind auch Bauern und Bäuerinnen eine nicht unbedeutende politische Gruppe, auch wenn sie sozusagen nicht besonders einen großen Anteil der Bevölkerung ausmachen. Deswegen ist es in einer detaillierteren Analyse natürlich auch aufzunehmen. Bitte. Ich muss noch dazu sagen, auch zu der vorigen, zum vorigen Wortmeldung, es geht darum, glaube ich, dass auch die verschiedenen Gruppen, Klassen, Schichten etc. sich in der Geschichte entwickeln und die Techniker heutzutage sind durch zunehmende Fließbandisierung und Tellerisierung ihrer eigenen Arbeit und Prekarisierung etc. Schon ziemlich gleichwertig mit dem Fließbandarbeiter von Magna, wenn man so hernimmt. Ne? Also die Unterschiede ändern sich. Ich möchte nicht sagen, in welche Richtung, aber sie ändern sich und das muss man analysieren, ähnlich wie bei den Bauern. Ne? So leid es mir jetzt tut, ich glaube, wir müssen aufhören, weil sonst bin ich nicht im Bus nimmer. Gut. Also sage ich herzlichen Dank fürs Kommen und diese offensichtlich witzige Diskussion kann man gerne weiterführen. Wir gehen nämlich ins Café Van Franz, da in der Wiesendorfgasse. Wer mitkommen möchte, ist natürlich herzlich eingeladen. Also danke und bitte einen Applaus für Gut, danke. Gehen.